So, Friendos, hello, hello, hello. Ich mache das hier erstmal leiser, so wie man es halt normalerweise macht. Und dann mache ich mir hier das OBS-Ding erstmal wieder hier rüber. Und dann schalte ich den Startbildschirm weg und sage hallo. Ozzelottchen ist auch da. Hallo, Blue, Brina und Ozzelottchen. Und wieder einmal beweist sich das, was wir letztes Mal gesagt haben. Blue ist mal wieder da, bevor Stream Elements überhaupt realisiert hat, dass wir streamen. Gott, ich hätte nicht Light Headbang dürfen, mir ist schlecht. Ja, gut, passiert. Tatsächlich war mir letztens auch schlecht, und zwar, als Mu mich vom Arzt zurückgefahren hat. Da ist mir voll schlecht geworden in seinem Auto. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht warum, aber es ist passiert und, naja, da ging es mir wieder besser, als ich wieder hier war, aus dem Auto raus. Du hast Gott sei Dank nicht in sein Auto gekotzt. Richtig, mir ist nur schummrig geworden. Es ist ganz schön hell hier. Ich habe da nur mit dem Kopf gewippt. Ja, das passiert. Leichtes Schädelhirntrauma beim Headbang davon tragen. Das geht den Menschen wie den Leuten so. So, ich mache das hier mal ein bisschen dunkler, weil mir sonst hier die Augen rausgestrahlert werden. Leicht gewippt. Ja, alles gut. Alles gut. So, Leute, seid ihr bereit? Heute geht's mit geht's mit Klaus in die nächste und in die letzte Runde. Wir wollen wahrscheinlich alle wissen, wie es weitergeht. Für Brina, falls du noch da sein solltest, falls du ein bisschen länger da bist, ich weiß ja nicht, ob deine Freundin schon weg ist, oder ob sie nur auf Toilette sitzt und du deswegen die Chance, die Gunst der Stunde genutzt hast. Wir haben gestern mit dem Bunny-Simulator angefangen, einem ganz putzigen kleinen Spielchen, wo es nichts Schlimmes gibt, mit unserem besten Freund Klaus, der nur das Beste für uns will. Wobei wir unseren besten Freund Klaus jetzt eigentlich in Louis umbenennen sollten. Falls du es noch nicht gelesen habt, der jetzige Sturm ist Louis. Klaus ist über Nacht verschwunden und ja, Louis ist jetzt da. So, und mal schauen, wie oft ich noch auch einen Choo-Choo mache. Ja, das ist auch wichtig. Wichtig zu wissen, wie oft Blue noch Bürgermeister entführt, Schrägstrich frisst. Das müssen wir auch rausfinden. Ja, wir haben ja auch einen Weltuntergang. Ja, heute Morgen war es ganz schlimm. Da hat es erst angefangen zu hageln. Dann gab es einen Blitz. Und dann hat es richtig einmal gedonnert, richtig gerumst. Und dann war es weg. Dann war es instant weg und das war sehr interessant, wenn man mich fragt. Das war seltsam, dass es einmal so richtig heftig war und dann instant weg. Ne Maus? Bist du müde? Nö. Okay, weil du noch gar nichts gesagt hast. Ich wippe mit dem Kopf. Okay, sie wippt mit dem Kopf und kriegt ein leichtes Schädelhirntrauma. Was? Ja, das Spiel ist total lieb und es gibt nichts Böses. Ja, Ozzelottchen weiß einfach, wovon sie redet. Und dann haben wir noch Shadow, der wegen Mordes gesucht wird, was er aber gar nicht war, weil das ja Johnny Silverhand war, wie wir wissen, aus der Band. Brina ist ein Stein. Brina ist ein... Stimmt, Brina! Brina, Blue hat deine Frau getötet. Brina hat... total überfordert. Erstmal, was? Ich habe eine Frau? Ja. Was? Hatte. Und ich bin ein Stein. Blue hat deine Frau getötet. So, geh raus, um ein Paket am Ablageort zu holen. Will die Tür zumachen. Was macht der Wind? Dreh mich um und schau doof und frage mich selbst, wo ist unser Vogelfutterhaus? Und hab schon Feuerwehr gehört. Ja, bin erstmal 30 Minuten da, dann essen und dann komme ich wieder. Und Hallöchen, Darky, willkommen. Und ja, was ist passiert? Ja, also Blue hat deine Frau getötet. Und jetzt müssen wir uns an Blue rächen, weil sie nicht nur deine Frau getötet hat, sondern auch halt den Rest, die Hälfte des Dorfes auch noch. Und den Bürgermeister des Dorfes hat sie entführt und jetzt sind wir in einem neuen Dorf und da hat Blue den Bürgermeister auch gekillt. Deswegen, Ja, und du bist ein Stein und kannst dich nicht mehr bewegen. Richtig, weil dein Skateboard weg ist, aber du hast noch deinen Zylinder. Und deine ersten Sätze waren sowas wie, hey, beweg mich. Und deswegen dachten wir, das passt ganz gut zu dir, wenn du dich mal wieder aus dem Bett wälzen musst. Aber wieso hat Blue meine Frau getötet? Brina, ich habe einen auf Lokomotive gemacht. Und wieso bin ich ein Stein? Weil du ein Stein bist. Frag nicht. Helen ist ein kleines Tierchen, was... Ich weiß nicht, man schrumpft, wenn man in das Haus reingeht. Ist ein kleines Tierchen, was Bohne heißt und was Gegner mit ihren Kindern abwirft. Und ja, Shadow ist ein Telefon. Link ist ein Schmied mit riesigen fleischigen Armen. Quietscheentchen war sowohl eine tote Frau, die immer gern gejoggt ist, und dann auch noch eine Gummiente. Dann hatten wir noch Rick da und seine tote Oma. Deadshot hat gekocht. Dann gab es noch Stefan Raab, der war auch da. Wir hatten alle. Mu hat eine Bar geführt.
Mache in seinem Käfig. Mache in seinem Käfig. Dann gab es noch den Sachsen in seinem Gulli. Der Sachse, der ursprünglich du warst. Aber dann musste ich mich umbasteln, weil es eine Uhr gab, die Flachwitze gemacht hat. Also war ich dann eine Uhr. Also es gab alles. Dann die Formgang. Die Formgang, wo Lizzie dann auch mal mitgespielt hat als Zylinder. Also wir hatten im letzten Stream alles. Also Brina, ich kann dir nur sagen, guck dir, guck dir dieses Spiel an. Skip mal durch. Das, also wenn man nicht dabei ist, dieses Spiel zu erklären, ist echt kompliziert. Im Prinzip geht es um unseren besten Kumpel Klaus und um uns, der für uns extra ein wunderschönes Spiel gebastelt hat, was überhaupt nicht creepy oder seltsam wird mit der Zeit, weil es zwischendrin auch keine Bugs gibt oder so. So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich irgendwas übersehen habe. So, Darky knuddelt alle, so. Aber wieso, Blue? Ich bin so verwirrt, holy. So, ich hatte schlechte Laune, ich habe was Schlechtes gespielt und ich soll in komischen Klamotten gestopft werden. Irgendwo musste ich meinen Frust rauslassen. Ja. Okay, aber lass mal eine nächste Frau bitte heil. Aha. Also so. Brina hat da schon jemand im Auge. Mhm. Ich merke schon. Sorry. Jetzt bin ich schon mal wieder sehr hell. Ja, ich bin schon wieder Jonathan Reed. Ja, weil es hinten jetzt dunkler wird. Ach, so. Erstmal eine Runde weinen. Ja, erstmal eine Runde die Augen rausgebrutzelt bekommen. Und weg waren sie. Meine Augen! Ach ja, und wir haben keine Zähne mehr. Die haben wir uns ganz am Anfang rausgerissen und in deinen Skelettschädel eingesetzt, damit sich eine Tür öffnet. Lass sie einfach mal so stehen im Raum. Wenn ich halt das Lokomotive über die Map sause, kann ich nichts dafür, wenn wer mir im Weg steht. Tja, das ist halt Blue, ne? Und wie geht's euch denn so? Ja, ist in Ordnung, ne? Geht so. Ich habe hier einen blöden Nietnagel am Daumen, der mich gerade die ganze Zeit fertig macht. Der ist echt scheiße. Wir haben hier... Ach doch, wir haben das Nageletui. Ich mache jetzt live im Stream meine Nägel. Yay! Ist das nicht toll? Ich kann aber währenddessen mit euch reden. So, was? Ist mir so unsere Zähne... Ach ja, stimmt, aber Blue ja auch gar nicht da. Ja, ganz am Anfang haben wir unsere Zähne rausgenommen und in einen Schädel eingesetzt, damit sie eine Tür öffnet. Alternativ hätten wir uns aber auch die Augen rausnehmen können. Also, ich glaube, ohne Zähne sind wir besser bedient. Ja, schon. Als ohne Augen. Ja, dann haben wir gestern noch Kinder von Isla gerettet, die ohne ihre Kinder nicht sehen kann. Dann, was haben wir noch getan? Wir haben Groncho mehrmals verprügelt, wir haben ein Schwert gefunden. Wir haben lustig mit Puppen auf Schaukeln gespielt. Mit also, gruseligen Puppen. Also es war wirklich alles dabei. Hat wirklich Spaß gemacht. Ja, und Klaus wurde sauer. Klaus wurde sauer, Groncho wurde sauer. Ja. Ja, ich glaube. Caro hatten wir auch, die einen Gedächtnisschwund leidet. Genau, stimmt. Den Franzosen hatten wir, der gerne gelaufen ist. Das war ein ehemaliger bester Freund von Quietscheentchen. Ich wollte ursprünglich ganz böse sein, als Blue nicht da war und wollte sagen, dass wir den Franzosen noch umbenennen müssen. In Blue. Aber ich glaube, dann hätte sie mich umgebracht. So, und Darky und Ocelotchen müssen heute noch ihre Charaktere bekommen. Das ist wichtig. Mhm. Mhm. Genau, genau, genau. Ja. Dann trinke ich mal was. Erzählt mal, was ist seit gestern Abend so passiert? So lange waren wir ja gar nicht offline. Hallöchen, Nele. Guten Tag. Grüße, Grüße. Ich hatte gestern Abend eine Diskussion, wo die Meinung, eine Geschichte genauso als Geschichten und beide miteinander verbunden sind. Lizzie, hallo? Was? Lizzie, hallo, war wegen dem Franzosen. Ah ja, das ergibt sicherlich Sinn. Bin erstmal im Lurk. Okay, viel Spaß bei DBD. Wir wissen doch genau, was du tust, Ducky. Du kannst es vor uns nicht verheimlichen. Wenn sich noch Charaktere finden, gerne. Ja, wir sind doch jetzt in der neuen Stadt, da werden sicherlich genug Charaktere rumrennen. Ja, da haben wir ja jetzt schon einige gesehen. Genau, noch nicht geredet oder so, aber gesehen. Richtig, richtig. Ja, Bronk ist ja auch in der Stadt. Nele haben wir ja jetzt auch noch. Stimmt, Nele braucht auch jetzt noch einen Charakter.
Also. Wir haben genügend. Wir haben genügend Leute zu vergeben und wir haben genug zu tun heute noch. Ich habe irgendwann in der Diskussion bewiesen, der Schlauere gibt nach und imaginär der Person den Hals umgedreht. Jo, warum nicht? Kann man ja mal machen. Ich dachte, du hast Lokomotive gespielt. Nee, Mortal Kombat 11. Okay, na gut, ist doch fast dasselbe. Leute töten, es bleibt Leute töten. Nicht da drauflegen. Meine Mama wieder anrufen. Entschuldigung. Und Lokomotive gespielt, ja, sag ich doch. Lokomotive Dresden? Heißen die so? Ich weiß es nicht. Ich kenne mich mit Fußball nicht aus. Entschuldigung. So, da knuddeln alle durch die Gegend. Knuddel, knuddel, hier und da und hin und her. Und Liebe, Liebe, Liebe überall. Mhm. Jupp, jupp, jupp. Nee, was läuft so, Leute? Was ist in eurem Leben so los? Erzählt. Ich lehne mich zurück und lese. Und quietsche mit dem Stuhl. Muss mal gerade Quotenentchen sein. Ih, Liebe! Heiratet nie! Was? Okay. Da musst du jetzt aber auch noch den YouTube und den Discord-Command spammen. Hoppala. Wie kann man bei euch Mod werden? Lange da sein und wenn wir wieder Mods brauchen, dann fragen wir nach und dann... Und genau, dann kann sich freiwillig gemeldet werden. Und dann suchen wir uns das aus. Ja, genau, Blue. So, jetzt bist du das Quotenentchen. Jetzt tust du das, was wir nicht wollen bei Neuankömmlingen. Okay, vorbei. Nee, genau. Also, momentan brauchen wir keine Mods. Wir sind zu viert. Das sind genug. Wir sind sogar zu fünf, wenn man mich mitzählt, auch wenn ich nie... Ja, wir haben gerade erst aufgestockt, ne? Genau, richtig. Blue und Ocelottchen sind die Neuestzugänge. Genau. Jupp, jupp, jupp. Beim Gespräch gestern mit Entchen hat der Stuhl mich ausgelacht, hä? Quietsch, hat sie auch so ein quietschendes Ding? Was haben wir eigentlich für einen komischen Discord-Einladungslink? 9KXKXXU. Wunderschön, also wow. Das ist ein super Einladungslink. Finde ich super, finde ich gut. Tja, passiert. Sie hat sich aufgesetzt und dann lacht quietscht dieser. Schön. Hat was Feines. Knack, 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 knack. Knack, 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 knack. Boah, draußen regnet es wieder. Ja, deswegen bin ich ja jetzt wieder überbeleuchtet. Voll überlichtet. Yay. Weil ich so unterbelichtet bin, musste ich mich jetzt überbelichten, damit ich das ausgleiche. Perfekt, perfekt. So, Friendos. Wollen wir starten oder gibt's noch was? Weil wenn wir das Spiel wieder starten, werde ich wieder sehr viel mit Übersetzen zu tun haben. Dann werde ich wahrscheinlich die Hälfte wieder vergessen, die im Chat steht. Deswegen wichtige Gespräche am besten jetzt gerne noch. Wir haben alle Zeit der Welt, die wir brauchen. Korrekt. Angst, ich rede über Entchen und sie schickt mir was über Insta. Zufall. Schicksal. Und was haben die Illuminaten damit zu tun? X-Faktor, das Unfassbare. Was es hier jetzt kostenfrei bei Amazon Prime gibt, im Prime Video. Jetzt macht er schon wieder Werbung hier. Nein, mache ich nicht, aber ich feiere das, dass es das gibt. Und das haben wir immer noch nicht geguckt. Ja, ich wollte gerade sagen, das müssen wir auch nochmal gucken. Oh nein, noch was Neues. Wir haben so viele Serien gerade angefangen, die wir mal zu Ende gucken müssen. Wir sind in Friends Ende Staffel 6. Wir sind in Merlin Ende Staffel 1. In Supernatural Mitte Staffel 11. In Riverdale Anfang Staffel 5. Sabrina müssen wir die komplette vierte Staffel gucken. Oder die dritte. Wie viele Staffeln gibt es da? Auf jeden Fall die letzte. Die vierte müssen wir gucken. Die letzte Staffel von Tote Mädchen Lügen nicht müssen wir gucken. Wir sind ungefähr in der Mitte von The Middle. Wir sind ungefähr in der Mitte von Brooklyn Nine-Nine. Was gucken wir denn noch? Wir hatten ursprünglich nochmal Rookie Blue angefangen. Das war aber eigentlich für dich. Da wolltest du nur, dass ich die erste Folge mitgucke. Ich wollte, dass du das alles mit mir guckst. Vergiss es. Das meine ich. Das zähle ich da auch nicht mit dazu. Laura Diamond hatten wir angefangen. Da sind wir bei Folge 3 oder so. Ja, stimmt. Nee, da hatten wir schon ein paar mehr. 3 oder 4. Mehr hatten wir nicht. Wir hatten 100 pro noch mehr. Na, mit Sicherheit.
Mir fällt zwar auch gerade nichts mehr ein. Hochschießen. Boah, Petrus, geh mir mit Hagel und Regen weg. Petrus? Das ist Louis. Louis de Chanel. Ei. Ja, Entschuldigung. Monk. Stimmt, Monk haben wir auch noch. Obwohl du dich da weigerst, weil sie Sharona ausgetauscht haben. Ja. Und eigentlich müssten wir auch noch 4 Filme von dem 10. Königreich gucken. Ja, korrekt. Und dazu muss ich noch 7 Gronk-Streams schauen. Muss. Muss. Er sagt muss, aber er meint muss. Ja. Genau. Es waren einfachere Zeiten als ich und so. Willst du mich loswerden? Hä? Hm? Nein, das meinte ich tatsächlich nicht. Ich meinte, als er die On-Demand-Funktion bei Twitch ausgeschaltet hatte. Wo man das nicht alles nachschauen konnte. Bam, bam, bam. Schlimmere Zeiten für meinen Seelenfrieden, aber einfachere Zeiten für Zeitmanagement, sagen wir es mal so. So, ich glaube, die Hälfte ist eingeschlafen, die andere Hälfte hört nur noch zu und liest mit. Ich glaube, ich muss mal gerade einen Wäschekorb leerräumen und runterbringen, sonst kommt der Deutsche mal an Finger. Gut, da war der Deutsche mal an Finger. Ich hoffe, der kam jetzt früh genug. Und wir fangen dann, glaube ich, mal mit Le Game an. So, bis gleich, genau. Wir machen schon mal auf. Buddy Simulator 1984. Hätte ich schon wieder verstellt. Ja, ich muss ja sowieso gleich nochmal das Spiel eingeben. Also von daher. Na, da habt ihr euch ja was vorgenommen. Viel Spaß beim Durchschauen. Wir sehen uns im nächsten Jahr wieder. Ja, das ist fürchterlich. Aber wir machen gerade sehr gute Fortschritte bei Friends. Also ich glaube, das wird die erste Serie. Tote Mädchen lügen nicht. Habe ich schon. Hatte ich schon. Hattest du? Ja, letzte Staffel habe ich. Oh. Ich meine, ich habe das angesagt. So, Streaminfo. Booty Simulator. Booty. Der Booty Simulator, genau. Jetzt sehen wir einen Hintern hin und her fliegen. Der Booty Simulator. So. Run. Na, ich bin schon wieder nicht drin. Run the Adventure of Lizoli. So. Das hat sich schon wieder verschoben. Also heute ist es auch aufmüpfig, das Ding. Willkommen zurück, Lizoli. Okay, also, hier waren wir beim letzten Mal. Genau, hier sind wir wieder in Paltrumville. Ist das nicht schön hier? Hier mein Bötchen. Hier mein Anglershop, der geschlossen ist. Genau, und hier unsere Kumpels. Shadow. Und da ist Helen. Und da ist Kitsune, der Fuchs. Und hier haben wir... den Blob. Shelly T. Möchte das jemand sein, oder? Sieht das Wasser für dich schmutzig aus? Ist das so wie eine alte Soda, so eine alte Dose und ein Stein und, ach nee, doch nicht. Und ein Rock'n'Roll-T-Shirt, das hier rumschwimmt da drin. Das ist so absolut ekelhaft. Ich denke, wir müssen echt mal mit dem Bürgermeister über diese Scheiße sprechen. Oh, warte, der ist ja draufgegangen. Also, ich will mich trotzdem bei jemandem beschweren. Dein Kopf sieht so groß aus. Es sieht so aus, als würdest du den ganzen Tag nur auf deinen Computerbildschirm starren. Und lass mich gar nicht erst von deinem Outfit anfangen. Das ist ein Amazon-Kunde. Mein Enkelsohn zieht sich besser an als du. Und es ist so, also ich weiß nicht mal, wie alt er ist. Ich habe nichts, was ich dir geben kann. Also, warum sprichst du überhaupt mit mir? Versuchst du irgendwie irgendwas zu verkaufen? Weißt du, ich kümmere mich darum nicht. Es ist mir egal. Ich würde das sowieso nicht wollen. Ich würde nichts aus deinen schmutzigen Händen nehmen. Bla, 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 bla. Ja, okay. Eindeutig Amazon-Kunde. Entweder Amazon-Kunde oder... die Oma von unten früher. es könnte an den Docks liegen, aber irgendwas an den Verkäufern hier sieht ziemlich fishy aus. Also, Amazon-Kunde passt ziemlich gut. Also, ich habe das Gefühl, ja? Ich weiß nicht, wie ich drauf komme, aber ich habe das Gefühl,
Es könnte immer derselbe Verkäufer sein. Nein, die sehen doch vollkommen anders aus. Hallo, mein Name ist Lapun. Hey, willkommen zu meinem Shop. Hier, willkommen in meinem Einkaufsladen. Wir haben alle möglichen Kerzen hier zu verkaufen. Ich denke nicht, dass ein Abenteurer wie du viel Zeit für Kerzen haben würde. Ich sag dir was. Ich habe hier eine spezielle Kerze, die ich die ganze Zeit schon auf Vorrat habe. Die war schon immer da für mich, wenn ich irgendwie mal mich schlecht gefühlt habe oder einfach eine Kerze braucht, um drauf zu weinen. Und ich will, dass du sie bekommst. Ich bin mir sicher, dass du einen besseren Nutzen für sie haben wirst. Sei aber auch sicher, dass du die anderen Verkäufer hier mal auscheckst. Ich wette, die haben ein paar großartige Verkäufe und Deals für dich. Die Kerze der puren Alleinsamkeit. Alleinsamkeit? Die Alleinsamkeit ist auch geil. Die pure Einsamkeit. Die Kerze der puren Einsamkeit. Also, falls jemand mal eine Kerze zum Draufweinen Schatz, braucht... Die ist neben dir. Die müsste noch neben dir stehen, oder nicht? Die riecht gut. Die riecht nach Weihnachten. Oh, das treibt mir wirklich das Wasser in die Augen, wenn ich die so nah an meine Nase halte. Nicht weinen, Schatz. So schlimm das ist die Kerze. Das ist die Kerze der puren Alleinsamkeit. Hi, mein Name ist Lano. Willkommen hier in meinem Shop. Wir haben ganz wundervolle Edelsteine und Mineralien für alle, die Handwerk mögen. Warte mal. Kannst du überhaupt Handwerkern? Ich schätze nicht. Also, du kannst trotzdem dich hier umschauen, wenn du möchtest. Ich habe hier ein ziemlich seltsames Juwel, das du mal auschecken kannst. Das könnte dich vielleicht ein bisschen verwirren, aber, mach einfach weiter und nimm den Gander, was ich keine Ahnung habe, was das ist. Es ist, das Juwel der verwirrenden Perspektive. Ich habe keine Ahnung, was ich sehen kann, wenn ich drauf schaue, aber vielleicht hast du ja mehr Glück. Wenn du es willst, dann würde ich es gerne mit dir handeln. Weißt du, ich gebe dir dieses, ich gebe es dir, wenn du mir eine Kerze der puren Alleinsamkeit. Gander, Gänserich, okay. Ich frag einfach nicht, was das bedeuten soll. Ja, also du kriegst es, wenn du mir die Kerze der puren Alleinsamkeit gibst. Es sieht so aus, als hättest du eine. Würdest du es gerne gegen das Juwel der verwirrenden Perspektive tauschen? Ja, warum nicht? Und da haben wir einen Deal. Genieße es, weil ich es nicht verstehen kann. So, wir haben die Kerze verkauft und kriegen dafür das Juwel. Schön, und hier gibt's Fisch. Mein Name ist Lavo, willkommen hier zu meinem Shop. Ich habe schon so ein paar alte Fische hier zu verkaufen. Die sind nicht mehr so gut, aber wir haben halt auch noch andere alte Sachen hier. Warte mal, ich habe ja was für dich. Hier, check das mal aus. Das ist Lapos linke Niere. Geil, oder? Macht er sich jetzt über meine Nierenprobleme lustig? Ziemlich geil, oder? Der weiß nicht mal, dass ich sie genommen habe. Ich denke, sie ist ziemlich mächtig, wenn du sie willst. Ich werde sie jedenfalls nicht einfach so weggeben. Ich werde sie dir gerne geben, wenn du mir ein Juwel der verwirrenden Perspektive gibst. Es sieht so aus, als hättest du eins. Würdest du es gerne gegen Lapos linke Niere tauschen? Ja, ein einfacher Handel. Ich hoffe, dass die Niere dich im Kampf sicher beschützen wird. Lacht sich Lissy hier gerade tot? Böse. Wir haben dich im Blick, Verkäufer. Ja, wenn der Verkäufer hier nicht aufpasst, dann schicken wir einfach den Nudelwonka auf ihn. So, hier gibt's Gürtel. Mein Name ist Laso. Willkommen hier zu meinem Shop. Wir haben ein paar ziemlich geile Gürtel hier. Ja, das haben wir. Weißt du, mein Großvater ist aufgewachsen und hat schon seit klein auf Gürtel gemacht. Der hat unzählige Stunden jeden Tag gearbeitet in der Woche, nur um sein eigenes Business zu starten. Und du schaust hier gerade auf seinen allerersten Stand für coole Gürtel. Auch wenn er schon vor ein paar Jahren gestorben ist, stehe ich immer noch hier für ihn hinter dem Tresen. Es hilft mir, motiviert zu bleiben, immer wenn ich starte, wenn ich anfange, mich so ein bisschen, ja, down zu fühlen, wenn ich mich so ein bisschen schlecht fühle. Ich liebe dich, Großvater. Oh, wir haben tatsächlich gar keine neuen Gürtel gerade auf Lager. Ich habe die letzten gerade an Lavo verkauft. Naja, aber ich könnte dir möglicherweise einen Gürtel anbieten für Lapos linke Niere. Lavo war schon immer,
Lavo has been selfishly holding. Ah, Lavo hat bisher, er hat bisher die ganze Zeit gehalten, dieser selbstbezogene Verräter. Das sieht so aus, als hättest du sie gefunden. Würdest du sie gerne tauschen, die Niere, gegen einen brandneuen Gürtel? Eine Niere gegen Gürtel? Geil. Du wirst es echt nicht bereuen. Das ist wirklich eine gut aussehende Niere. Genieße deinen Gürtel. Ich habe ihn direkt von der Quelle. Ein fragwürdiger schwarzer Gürtel. Direkt von der Quelle. Hat er den toten Opa unter dem Stand liegen und hat ihm gerade den Gürtel ausgezogen? Liebling. Oh, gut. Was? Arurl. Was? Was steht denn da? Vielleicht eine Karte? Ich weiß es nicht. Mein Name ist Lado. Willkommen hier zu meinem Shop. Wir haben Rüstung zu verkaufen. Ich verkaufe sie aber nur an die Einheimischen hier. Das tut mir leid. Du bist viel zu neu. Ich kann dir noch nicht vertrauen. Ich kenne dich nicht. Aber ich kann mit dir handeln. Also, ich habe hier eine alte Rüstung. Gute Rüstung. Ich will diesen fragwürdigen schwarzen Gürtel, den Laso hat. Also, wenn du mir diesen Gürtel gibst, dann werde ich dir den Helm der 7 Stacheln geben. Sieht aus, als hättest du den Gürtel. Wollen wir das einfach tauschen? Ja, warum nicht, ne? So, gut, sehr gut. Hier hast du ihn. So, Gürtel weg. Und wir bekommen den Helm der 7 Stacheln. Und wenn mich jetzt nicht alles täuscht, werden wir den wahrscheinlich ganz am Anfang wieder für eine Kerze eintauschen können. Sodass wir uns aussuchen können, welches Item wir haben wollen. Tut mir leid, ich habe nichts mehr, was ich dir geben kann oder handeln könnte. Ich hoffe, du bist glücklich damit, mit dem, wo du geendet bist. Ich hoffe, das war gut so. Oh, ich hoffe auch. Ich bezweifle es aber ehrlich gesagt. So, was haben wir denn bekommen jetzt im Endeffekt? Hier. Nach weiterer Untersuchung sind die Stacheln einfach nur billig an diesen, ja, auch billigen Helm dran geklebt. Aber sieht trotzdem ziemlich cool aus. Und wir bekommen dann den Muscle Memory Buff am Anfang des Kampfes. Und wenn ich mich an gestern richtig erinnere, macht Muscle Memory, dass wir nur die Hälfte an Damage kriegen, wenn wir den Buff haben. Also schlecht ist es nicht, muss man einfach mal sagen. Schlecht ist es nicht. So, aber ich glaube, brauchen wir gerade nicht. So, da haben wir den Amazon-Kunden. Hier rechts hatten wir doch noch jemanden. Moin. Hey, mein Name ist Barry und ich bin der lokale Piratenport-Beschützer. Ich würde dich super gerne durchlassen, aber ich darf nur richtige Piraten reinlassen. Ich hoffe, wir können trotzdem Freunde werden. I wonder, Augenwunder, also ich wundere mich, wie wir den Anschein machen können, ein richtiger Pirat zu sein. Ja, okay, wir brauchen also eine Augenklappe. I wonder, gibt es einen offensichtlicheren Hinweis, also Hint, also Clue, den man hätte geben können? Ich glaube nicht. Gut. Geht's dir gut? Guckt mich so bösartig an. Das ist so böse von dir. Hint oder Hinweis oder so? Oh, Excalibur. So, ich grabe erstmal hier und finde nichts. Hoppala. Oh, hallo, mein Name ist Plappo und ich liebe es zu backen. Backen ist so ein relaxendes Hobby, auch wenn man gar nicht gut darin ist. Und außerdem darf man seine Arbeit essen. Es kann nichts Besseres geben als das. Ich will einen ganz altmodischen Birnenkuchen machen. Das ist mein Lieblingsnachtisch. Aber ich konnte bisher noch keine Birnen finden. Nirgendwo. Also, wenn du irgendwo an eine Dose mit Birnen kommst, wie auf deinen Reisen, dann lass es mich bitte wissen. Und bis dahin, kann ich nur sagen, ist alles, was ich sagen kann, ist, dass man immer schön weiterbacken sollte. Vielleicht versuche ich mich erstmal an Chocolate Chip Cookies. Also, wenn wir damals Helen nicht die Birnen gegeben hätten. Genau. Wir hätten Helen die Birnen klauen müssen, dann hätten wir ihm die Birnen geben können. Also, auf jeden Fall wieder Spiel wert, möchte man sagen. Ei. Ei. Aber dann hätten wir Helens Familie umgebracht. Psst. Weißt du, das wurde doch gesagt. Nein. Ach, verrat das doch nicht. Die vergessen das doch seit gestern. Entschuldigung. Oh, hallo Reisender. Ich bin der neue Bade hier in der Stadt und ich hätte gerne ein bisschen Feedback. Ich weiß nur wenige kurze Songs, aber ja, dafür werden sie auch ziemlich schnell langweilig.
schön. Gerade arbeite ich aber an einem ganz neuen. Soll ich den dir vielleicht mal vorspielen, Reisender? Wollen wir Musik hören? Ja, ne? Großartig. Dann hör gut zu. Ich hoffe, du hast es gemocht. Das ist vielleicht mein bestes Werk bis jetzt. Ich sollte wahrscheinlich auch endlich in der Lage zu sein, Dejo Jabravisa, da mir halt mitzumachen. Jetzt schmeißt Helen mit ihren Kindern nach den Gegnern. Ich weiß nicht, ob das so viel besser ist. Ja, gut. Ich brauche einen fangenden, einen einnehmenden, einen fesselnden Namen für dieses Lied. Kannst du mir vielleicht helfen? Wie soll ich das denn nennen? Ausgeburt der Hölle. Kakophonie 5. Ich glaube, das passt ganz gut, oder? Ja, schon. Ah, Kakophonie 5. Ich liebe es. Ich denke, der Name passt perfekt auf die Melodie. Vielen, vielen Dank. Ich weiß, das bedeutet vielleicht nicht viel, aber du hast wahrscheinlich gerade mein Leben zu was Besserem verändert. Ich weiß das wirklich zu schätzen. Ich denke, ich werde bald schon in den großen Badenligen mitspielen können. Ich bekomme immer wieder neue Anfragen, Kakophonie die Fünfte zu spielen. Danke nochmal. Für wen? Ja, keine Ahnung, für ihn hier. Sip, sup, urp, urp, sip, sup, 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 rup, sup. Oh, das könnte auch ich sein. Okay. So, hier bin ich wieder. Tja, du hast gerade unseren tollen Nierenhandel verpasst. So, hier haben wir Bronk. Oh, Hallöchen, Popöchen. Ich hab gesehen, dass du, bist du in letzter Zeit an irgendwelchen Baden vorbeigekommen, die Minecraft gespielt haben? Ich bin selbst ein Minecraft-Let's Player-Bade und ich bin der größte Minecraft-Let's Player-Bade in den ganzen Landen hier. Ich, weiß, dass, ich weiß, wie man jemanden perfekt entertaint. Egal wo, egal wann, egal wen. Ich hab das Handwerk wirklich gemeistert und ich muss mein Wissen mit jemandem teilen. Ich möchte einen neuen Baden auf dem Pfad der musikalischen Erleuchtung führen. Und auch der Minecraft-Erleuchtung. So, du siehst wie ein kreativer Kopf aus, voll mit Weisheit und purer Einbildung. Also, wenn du ein Bade wärst, dann könnte ich dich sicherlich unter meine Fittiche nehmen. Aber dadurch, dass du das nicht bist, dann musst du halt jemanden finden, der talentiert ist. Und informiert mich dann direkt. Ich glaube, wir haben jemanden gefunden. Ich glaube auch, wie hieß der Typ? Irgendwas. Ich weiß nicht mehr. Wir reden einfach nochmal mit ihm. Hey, Kollege. Bimmy Bardo. Bimmy Bardo, okay. Gut, Bimmy Bardo. Mit seiner Kakophonie. Oh, hast du schon meinen neuesten Baden-Anwärter gefunden? Was ist der Name? Bimmy Bardo. Oh ja, das klingt wirklich wie der Name eines Baden. Ich will sofort dahin gehen, um ihn zu finden. Vielen Dank, mein Freund. Du hast wahrscheinlich gerade jemandes Leben verändert. Es ist Zeit, meinen neuen Schüler zu treffen. Errungenschaft freigeschaltet, ein neuer Bade. Schick. Oh, das sieht putzelig aus. Ella. Wer bist du? Ella Meno-Erbse. Wer von euch möchte Ella sein? Ella Meno-Erbse? Irgendwer, der Bock drauf hat? Oh, mein Geliebter ist tot. Dieses Ding hat den Bürgermeister getötet. Ich bin getotet. Jetzt... Getötet, ja. Ich bin jetzt eine Witwe. Oh mein Gott, ich bin eine Witwe. Was werde ich denn nur jetzt tun? Du, oh, du wirklich attraktiver Reisender, du. Wirst du mich halten? Ganz passioniert und leidenschaftlich? Nein, ich darf nicht. Geh schon, lass mich trauern. Okay? Also ein notgeiles Stück. Ja. Sag mal, wer bist du? Du siehst irgendwie unvollständig aus. Howdy! Mein Name ist Sheriff Sherb und ich bin das Gesetz in dieser Stadt. Und am allerwichtigsten, dass ich ein wirklich guter Freund bin. Ja, das Gesetz ist wirklich kraftvoll und wichtig. Aber, Sorry.
Was ist denn hier los? Ja, Hanna, ich weiß auch nicht. Es ist Body-Simulator angesagt. Das ist ganz komisch. Grüße. Kein Gesetz ist so kraftvoll und wichtig wie das Gesetz der Freundschaft. Und jetzt leg dich auf den Boden, du bist unter Arrest. Weil du ein zu guter Freund bist. Haha, das ist spaßig. Der Sheriff zu sein macht viel Spaß. Oh, ich weiß nichts über dieses Raff-Problem. Meine Taschen sind ziemlich voll von gerade frisch gedrucktem Geld, was ich gerne ausgeben würde. Also, ich habe wirklich gar keine Zeit zu sprechen. Okay, also... Eine wirklich sehr integere Persönlichkeit, die sich sicherlich nicht bestechen lässt von irgendwelchen Banden, die in der Stadt zu Problemen werden könnten. Nein. Jetzt hat sich das Ding gerade schon wieder verschoben. Gerade jetzt in diesem Moment. Es hat draußen geruckelt, also draußen einmal Rums gemacht und dann verschiebt sich das hier. Finde ich sehr interessant. So. Okay, nichts Neues. Jetzt haben wir doch noch jemand Neues. Crocodile. Ne? Wir müssen hier Leute betiteln. Genau. Later McGetter. Sind wir nicht wirklich Glück? Können wir nicht wirklich von Glück sagen, dass diese Kreatur, das Blue, nur das Podium erwischt hat? Dass es Blue irgendwie geschafft hat, die komplette Stadt zu verfehlen? Das war wirklich Glück. Aber, sag mal, ich habe dein Gesicht vorher noch nirgendwo gesehen. Mein Name ist Später. Später McGator. Later Alligator. Ja, in a while, Crocodile. Ja. Ich versuche eine saftige Geschichte hier über den Bürgermeister zu schreiben. Aber dann habe ich nur noch gesehen, wie er zerteilt wurde. Das ist ziemlich blöd. Außerdem habe ich gehört, dass der Bürgermeister aus der Stadt im Westen gekidnappt wurde. Was ist denn hier überhaupt los? Ich werde dem Ganzen auf den Grund gehen müssen. Oder mein Name ist nicht Later McGator. Warte mal. Das klingt jetzt viel zu gut am Ende einer Konversation. Later McGator. Ja, das ist gut. Ich werde das aufschreiben. Ich bin ein Genie. Nein. Also wer möchte... Later McGator? Genau. Irgendwelche Wünsche? Later McGator? Wir haben auch noch Bimmy Bardo im Angebot. Gronkh würde ich einfach lassen, also Bronkh. Da stand gerade noch jemand. Ja, den habe ich schon gesehen. Ich wollte nur hier gucken, ob wir hier noch irgendwo hin können oder so. Also wir nehmen Wünsche an. Dann haben wir noch die Witwe. Genau, die Witwe haben wir noch. Wir haben noch den Bürgermeister. Nicht den Bürgermeister, den Sheriff. Naja, den Bürgermeister haben wir auch noch aus dem ersten Städtchen. Na, den lassen wir einfach Turtley. Naja, wen haben wir hier? Squirt. Es ist Spritz. Möchte jemand Spritz sein? Oh, hallo, mein Name ist Spritz. Ich bin das Skelett aus der Stadt. Ich bin es nicht wirklich gewöhnt, dass Leute mit mir sprechen. Die finden mich tatsächlich oftmals hier draußen gar nicht. Vielen Dank, dass du mich begrüßt hast. Das bedeutet mir wirklich viel. Oh, kümmere dich nicht um mich. Ich klickel und klackel hier nur so rum. Okay. Klick, klack. Möchte jemand Spritz das Skelett sein? Ich glaube eher nicht. So, hier haben wir noch den anderen Angler. Oh, hallo da. Ah, das... Okay, das ist immer noch dasselbe. Eine Hand loswerden? Ja, wäre schön. Okay. Keine Hand für uns. Schade. Ja, ich weiß auch nicht. Dass du jetzt wirklich probierst hast, ihm die Hand abzuschlagen, ne? Was? Immer nichts? Nö. Okay, okay. Du bist schon ein bisschen böse. Ich doch nicht. Das Spiel macht mich so. Ah, ja. Ich bin ganz lieb. Guck mal, ich streichle meinen kleinen Fuchsfreund. Ich könnte jemandem etwas zuleide tun. Schon klar. Du vielleicht nicht. So. Aber unser böser Freund schon. Hallo, Fremder. Willkommen hier in meiner Herberge. Du siehst müde aus. Sehr müde. Fühl dich einfach frei, das Bett da drüben zu benutzen. Oh, wirklich, Ginny? Hm? Die Lampe? Ja. Genie? Ja, ist doch in Ordnung. Okay.
Nein, warte, so. Benutz gerne dieses Bett da drüben. Das kann dich magischerweise an andere Orte bringen. Und mach dir keine Angst, du kannst jederzeit hierher wieder zurückkommen. Ich hoffe, du genießt deinen Aufenthalt. Boah, das sieht ja echt nett aus. Ich finde das sehr gruselig, wenn er mich beim Schlafen anstarren würde. Würdest du gerne schlafen? Ja, warum nicht? Wo würdest du gerne hintraveln? Oh, das ist natürlich super. Ja, wir gehen einfach mal in den Norden. Warum nicht, ne? Gute Nacht, Lizzoli. Und lass dich nicht von den Bettwanzen beißen. Okay, also können wir jetzt einfach eine schöne Schnellreise machen, falls wir wieder in die alten Gefilde möchten. Und wir machen bei Stefan auf. In diesem Schmuddelbett. Naja, gut, legen wir uns wieder hin und gehen wieder zurück nach Palchumville. Mach's gut, Stefan. Einfach mal die Schnellreise ausprobiert. Also es funktioniert. Guten Morgen, Schlafmütze. Ich hoffe, du hattest viel Spaß im Land der Träume. Und keine Sorge, ich habe dich die ganze Nacht beobachtet, damit du auch sicher schlafen kannst. So creepy. Ich sag doch, dieses Spiel ist ganz putzig und nicht böse oder sonstiges. Oh, die Sockenmonster hatten wir noch nicht. Ja, das stimmt. Und den Mülleimer. Das ist doch nur ein Mülleimer. Der ist gar nicht gruselig. Gut, hier hinter kommt man auch nicht. Denn die Häuser kommt man halt ja auch alle nicht rein. Das ist ein bisschen schade, aber na gut. Aber guck mal, der ist weiß und deshalb kann man den auch nutzen. Nein, das ist doch nur ein Mülleimer. Also wirklich, Leute. Entschuldigung. Du bist auch nur ein Mülleimer. Es ist Clyde. Hey, wer ist da? Ach, er wohnt in der Mülltonne. Guck mal, es ist gar nicht die Mülltonne selber. Okay, gut. Wer bist du? Du siehst wie ein Abenteurer aus. Ich bin Clyde, der Müllmann. Ich lebe im Müll. Ich lebe und atme diesen Scheiß hier. Hm, riechst du das? Alter, das ist ja grausam. Oh, heiliger, das ist alles Hagel. Justus. Nee, nicht Justus. Louis. Louis, genau. Louis Justus Klausimann. Hör auf mit dem Mist. So, du musst mal ein ernstes Wörtchen mit unserem Sturm reden. Oh, riechst du das? Oh, willst du dich nicht einfach in diesem Müll hier rumwälzen? Manchmal schmiere ich es mir einfach gerne auf meinem Gesicht. Oh, das ist das Beste. Wer braucht schon einen Job oder eine Hochzeit, wenn man Müll haben kann? Ich nicht. Nicht Clyde, der Müllmann. Oh, okay. Das war genug Müllgelaber. Bis Benne. Bis Denne. Okay, das war Clyde, der Müllmann. Wen haben wir hier? John Doe. Ich hoffe, nichts Schlimmes passiert meiner Frau und mir. Es würde wirklich eine Schande sein, wenn wir irgendwie ohne eine Spur verloren gehen würden. Denn, ja, dann würden unsere Körper irgendwie Jahre später wieder gefunden werden und könnten gar nicht mehr identifiziert werden. Ich hoffe, das passiert uns nicht. Lass mich raten. Ja, Jane Doe. Wäre es nicht verrückt, wenn wir einfach nur jetzt und hier in Flammen aufgehen würden? Das wäre super verrückt, richtig? Es ist zu schade, dass DNA-Tests ist just in its infancy, dass DNA-Tests gerade erst in der Entwicklung sind. Körper, Aufzeichnungen und sogar direkte Beweise werden richtig schwer zu finden sein. Also ich habe so die Vermutung, es werden bald zwei Körper weniger in der Stadt rumgurken. Ja, ich habe auch das Gefühl. Hier ist eine Sprechblase. Oh, hallo, ich bin dieser Typ. Ja, ich bin dieser Typ. Du hast wahrscheinlich schon tausende Sendungen von mir im TV gesehen oder sowas. Ja, ich bin schon ziemlich berühmt. Halt doch mal die Fotos gerade. Ich kann dir nämlich ein geiles Autogramm von mir geben. Also, du warst so nett, mich überhaupt nicht zu fragen. Also, deswegen stelle ich dir das jetzt aus. An wen ist es denn gerichtet? Für wen soll das Autogramm sein? Für Klaus. Wir sollen Klaus das Autogramm geben? Was sagt ihr, Leute? Soll unser bester Freund Klaus das Autogramm kriegen? Wir müssen uns bei dem doch auch mal ein bisschen einschleimen. Klaus? Ja, Klaus. Okay. Klaus. Kleis. Klaus, hä? Du solltest wirklich nicht einfach deinen Namen an fremde Personen geben. Du weißt, was sie damit tun könnten.
Was, wenn sie Serienmörder sind oder Stalker oder der gruselige Arbeitskollege von deinem Vater? Egal, kein Autogramm für dich. Und auch wenn ich sage, dass ich berühmt bin, gib doch einfach nicht persönliche Informationen weiter. Vertraue nur deinen besten Freund. Das ist, was man tun sollte. Sie wollen nämlich immer nur das Beste von dir und wissen alles, was für dich auch das Beste ist. They want what's best for you and knowing all about you is the best way to do that. Genau, sie wollen für dich nur das Beste und alles von dir zu wissen ist das Beste, wie man das tun kann. So, also, vertraust du deinem besten Freund? Vertrauen wir Klaus? Oder? Okay, wer das letzte jetzt, Unagi. Ich ja? bin für Unagi. 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 Hä? vertraust du deinem besten Freund? Ja. Ah, gut. Ja, vielen Dank, Klaus. Wenn Vielleicht, das, stimmt. Das wäre auch eine Variante gewesen. Wenn das überhaupt ein richtiger Name ist. Okay, anscheinend haben wir uns jetzt für Klaus ausgegeben. Darauf steht, Warnung, kein Rough-Versteck in diese Richtung. Naja gut, dann können wir ja lang gehen, ne? Wenn da kein Rough-Versteck ist. Können wir nicht kaputt machen. Passwort. Falsch. Okay. Kein Passwort für uns. Großartig, wir haben wieder nichts gefunden. Okay, hier gibt es also noch nichts für uns. Alles gut? Ich überlege Passwörter. Unagi vielleicht. Jetzt ob Unagi das Passwort ist. Emily. Schatzi? Ich bin böse. Shape Gang, yo. Die Shape Gang. Mein Lieblingspasswort. Der Dreieck oder so. Der Zylinder. Dreieck wäre kein Mitglied aus ist der Shape Gang, Schatzi. Dreieck ist nämlich... Ach ja, stimmt, sorry. Wenn wäre es Pyramide. Habt ihr eigentlich auch von gestern so einen Kopfwurm, so einen Ohrwurm von der Hintergrundmusik aus dem Spiel hier? Fürchterlich. Oh Leute. Oh, der Blob. Hey, wir haben dich endlich. Haben wir dich gefunden, Reginald der Weise. Oder sollte ich sagen, Reginald der Wise Guy. Hey, ja, der war gut, Boss. Du hast so viele meiner Refs über die ganzen Jahre ausgeschaltet. Jetzt habe ich endlich das Vergnügen, dir das Ganze heimzuzahlen. Und weißt du was? Es gibt nichts, was du tun könntest. Nichts wird dich aus dieser Situation hier herausschwimmen lassen. Denn jetzt ist die Zeit, dass du mit den Fischen schwimmst. Ja, sag's ihm, Boss. Ich sagte, jetzt ist die Zeit, dass du mit den Fischen schwimmst. Oh, warte, ist es nicht mit den Fischen schlafen? Wäre das nicht besser? Joey! Schubst das verdammte Floß! Oh, okay, stimmt, Boss. Sorry. Da ist ein kleines Loch in diesem Floß. So, deswegen wird es halt sinken. Du weißt schon. Irgendwann. Und in der Zwischenzeit, denk doch einfach darüber nach, wie furchteinflößend Refs sind. Egal. Ich gehe jetzt weg und hol mir... Grob. Ich weiß nicht, was grob ist, aber okay. Ich hol mir einfach grob. Joey, mein guter Freund, würdest du mir die Ehre erweisen, mich bei diesem Festmahl zu unterstützen und dabei zu sein einfach? Wir haben wieder Müll auf dem Menüplan. Hey, natürlich, Boss. Ich mag's, dass wir so großartige Kumpels sind. Winziger Joey, du bleibst hier und hältst Wache. Das muss Reginald der Weise sein. Lass uns ihn retten. Okay, Reginald der Weise und der winzige Joey.
Ich schaff's, das auszublenden. Was wolltest du ausblenden? Ich hab's irgendwie nicht die ganz... Musik. Dick und doof seid ihr's? Hallo? Nothing. Das ist doch mal hier. Oder hier. Das ergibt nicht mal Sinn. Oder weiter im Haus. Und weiter ins Haus. Ja, sehr schön gemacht. Gut gemacht, Schatzi. Alibido. Hey, winziger Joey. Boah, ist der angriffslustig. Hey, wer bist du? Ah, scheiß drauf. Es ist egal. Du wirst es sowieso bereuen, dass du gegen den winzigen Joey gekämpft hast. Los, Helen. Hau drauf. Nee, Helen muss erstmal abwehren. Oh. Oh, Big Ben. J. Wofür Schnutze? Los, Shadow. X. Du wirst niemals so cool wie unser König werden. Los, Helen. Schmeiß die Kinder drauf. Außer du tust natürlich das. Das war schon ziemlich cool. Ich frage mich echt, wie viele Kinder Helen jetzt noch hat. Gute Frage. So viele, wie sie schon weggeschmissen hat? Y. Warum darf eigentlich Joey immer mit dem König essen? Vielleicht sollte ich das mal ein bisschen überdenken. Aber... Und warum muss ich immer Wache schieben? Ich bin ein guter Ref, oder nicht? S. F. M. Boah, du bist ein guter Kämpfer. Du hast mich wirklich inspiriert. Ich werde jetzt gegen Joey kämpfen und seinen Platz einnehmen. Ich habe sowieso immer den Namen winziger Joey gehasst. Du weißt, manchmal fühle ich mich auch wie der winzige Joey. Er versucht immer sein Bestes. Und, wie können wir jetzt Reginald retten? Wie kommen wir an ihn ran? Vielleicht über diesen leicht angeschlagenen Baum? Ernsthaft? Wow, großartig, du hast Reginald den Weisen gerettet. Wir sollten mit ihm reden. Wow. Hat er sich gerade einfach tatsächlich befreit und ist dann mit einem Backflip über den See gesprungen? Ich will das auch können. Ja, ich verstehe das. Oh, ich befürworte wirklich deine Hilfe, aber das heißt nicht, dass ich sie gebraucht hätte. Ich bin außerdem gar nicht sicher, warum du meinen Baum kaputt gemacht hast. Das war ein bisschen, unkonventionell. Das war ein bisschen blöd für die Situation und unnötig. Du siehst außerdem nicht so aus, als würdest du hier aus der Gegend kommen. Du bist sicher ganz schön weit weg von zu Hause, oder nicht? Ich kann es in deinen Augen sehen, Reisender. Du suchst nach jemandem. Könnte es die Liebe sein? Nein. Könnte es Freundschaft sein? Ja, gut möglich, aber die hast du ja schon gefunden. Nein, nein, du suchst nach dem Bürgermeister aus deiner Stadt. Ja, Bürgermeister Tortley, der verloren gegangen ist. Unser eigener Bürgermeister Palchum ist ja gestorben, nicht? Ja, das war vorher bestimmt. Das war sein Schicksal. Und jetzt, da kein Bürgermeister mehr hier ist, haben König Rev und seine Crew alles aus der Stadt hier übernommen. Oder zumindest versuchen sie es. Und das ist ziemlich kacke. Ich muss unbedingt diesen König Rev aufhalten. Direkt, um das halt aufzuhalten. Ich denke, du solltest einfach gehen, so wie du noch kannst. Und... Oh, mein Rücken! Oh, wenn ich so zurückdenke, hätte ich vielleicht diesen coolen Backflip gar nicht machen sollen. Reisender, du musst König Rev aufhalten, weil ich nicht länger weitermachen kann. Oh. Seitdem er und seine Revs hier angekommen sind, am Hafen, da hat's nur noch Probleme gegeben. Ich denke, König Rev plant irgendwie die Stadt zu übernehmen. Bürgermeister Palchums Unfall heute muss echt ein Segen in Verkleidung für die gewesen sein. Du musst das verstehen. König Rev ist eine bösartige Kreatur, die aufgehalten werden muss. Ich weiß viele Dinge über ihn, aber nicht, wo er gerade ist. Ich verstehe, deine Aufgabe ist, den Bürgermeister Tortley zu retten. Aber ich kann dir versprechen, wenn du unserer Stadt helfen wirst, wirst du deinen Weg auch finden.
alle Pfade führen zum selben Ende. Captain Guggen wird ein guter Platz sein, um anzufangen. Sie hat den Fishing Shop am Hafen und deswegen ist sie, ja, bei der Lieferung, bei den Shipments die erste Hand und die sollte man halt ansprechen. Ja. Was? Was? Statt sie lacht dich nicht halb tot, sondern erzähl, was du meinst. King Rev, ja? Und seine Crew? Und jetzt kommt Captain? Irgendwas noch dazu? Warum ist da Totley? Ich werde das reparieren. Geh einfach um ihn rum, bitte. Freunde, hören wir auf unseren besten Freund oder quatschen wir Totley an? Gehen wir drum rum oder reden wir mit Totley? Geht zu auf ihn! Es ist ein Bug, Leute, ne? Denkt dran. Unser Freund wird es nicht mögen, wenn wir diesen Bug einfach ausnutzen. Er hat uns freundlich gebeten, rumzugehen. Hat sogar Bitte gesagt. Danke. Lebt noch wer? Außer Blue? Na gut, dann eben rundherum, weil bitte. Mich würde es wirklich interessieren, ist noch wer da? 3 Zuschauer, nein, alle sind weg. Warum verabschiedet sich nie einer, wenn er geht? Also, 10 Sekunden noch, Auswahlzeit. Gut, wir gehen rundherum. Wir sollten rundherum gehen, wir gehen rundherum. Ach was, auf ihn, jetzt ist zu spät. Ich verabschiede mich immer. Na, okay. Aber viele sind dann einfach weg und dann wundere ich mich. Ey, das hast du wirklich großartig gemacht, als du auf mich gehört hast. Wenn du mit Turtley gesprochen hättest, das hätte unser Spiel echt kaputt machen können. Und das hätte alles kaputt machen können. Das wäre nicht gut gewesen für uns beide. Wenn du weiter so auf mich hörst, dann werden wir viel, viel mehr Spaß haben. Vertrau mir, ich weiß immer, was das Beste für uns ist. Okay, dann machen wir mal weiter. Auf zu Guggens Fishing Shop. Ah, guck mal. Ist jetzt offen beim Amazon-Typen. Wurde gerade von meinem Vater abgelenkt. Wie kann er nur? Bam, bam, bam. Ah, ist das nicht ein gemütlicher kleiner Laden? Oh. So, so, so. Schau mal, was die Fische hier reingebracht hat. Ich hab dich bei deiner Rede auf dem Podium des Bürgermeisters gesehen. Mächtig feine Worte hast du da gesprochen, da oben. Das hat mir schon Hoffnung gegeben, dass wir alle das hier irgendwie lebendig rausschaffen werden. Also, Reginald hatte ich geschickt, hä? Ja, seitdem Bürgermeister Palchum gestorben ist, versucht König Rev immer wieder alles zu übernehmen. Und ich schätze, der fängt hier an den Docks an. Siegen erstmal, weil mein Deckhand, ja, das ist mein Bordjunge, oder so ungefähr übersetzt. Weil mein Angestellter nicht zurückgekommen ist. Daryl hat immer die Lieferungen jeden Morgen aufgesammelt und langsam, da mache ich mir schon Sorgen. Ich würde ja gehen und ihm selbst suchen, aber ich kann einfach nicht hier rausgehen aus dem Shop, weil ich so beschäftigt bin. Such doch einfach mal König Rev und ich würde einfach mal an die Docks hier anfangen. Und wenn du Daryl lebendig zurückbringen könntest, während du da bist, wäre ich echt dankbar. Viel Glück da draußen, Abenteurer. Und guck mal, was wir hier haben. Es sieht so aus, als würde nur noch eine da sein. Du nimmst sie und setzt sie auf. Augenklappe aufgesetzt. Wir sind jetzt ein echter Pirat, Leute. Oder ein Steuerberater. Oder ein Steuerberater. So. Na, ihr Idioten. Hallo nochmal, Kumpel. Schau dir sich das mal eine an. Du hast deine eigene Augenklappe. Also wenn das nicht ein Zeichen dafür ist, dass du ein richtiger Pirat bist, dann weiß ich auch nicht, was es sein soll. Also, jedenfalls hast du dir gerade eben mein Vertrauen gesichert, mein Freund. Komm, du kannst jederzeit hier durchgehen, wenn du möchtest. Vielen Dank, Kumpel.
Deine Augenklappe schnippt von deinem Kopf und fällt ins Wasser. Wow. Ha? Kein Wunder, dass die nur gratis waren. Okay, Captain Chunk. Wir sind, wir vertrauen dir und deiner Crew dieses Ding hier an. Viele, viele Rough-Stunden sind dahin gegangen, dieses Ding hier zu erstellen. Also, sei dir dessen bewusst, dass du es nur den richtigen Leuten aushändigst. Hoi, hoi, Captain! Nein, 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 Captain Chunk, du bist der Captain. Ja, ich bin der Captain! Okay, verstehst du, was ich dich bitte, um was ich dich bitte? Ich will bloß sicher sein. Ach, gut genug für mich. Gib ihm die Lieferung, Joey. Okay, Boss. Hast du das Ding gerade gegessen? Ja. Yep. Warum? Da, es ist sicher. Okay, ja, das ist genug Zeit an den Docks für mich. Lass uns einfach wieder in unser Versteck gehen und mehr grob essen, mein bester Kumpel Joey. Oh, es wird mir eine Ehre sein. Ich bin sicher, sure, I'm glad to have a pack. Ich bin froh, so einen großartigen Kumpel wie dich zu haben, Boss. Viel Glück, Captain Chunk. Und lass niemanden die Lieferung kriegen. Oi, oi, Captain! Ich habe das Gefühl, er ist ein bisschen doof. Meine Nase kratzt. Wieder das Barthaar? Ja. Wir sollten unbedingt rausfinden, was in dieser Kiste drin ist. Nur ein bisschen? Lass mich in Ruhe. Das ist fies. Ha, du bist kein Rev. Du bist kein Pirat. Du bist ein Eindringling. Ich beschütze die Lieferung. Ach so. Die Crew muss den Eindringling angreifen. Crew muss helfen, das Ding zu beschützen. Toll. Ah, du wirst niemals dieses Ding bekommen, du Landratte. Oh, Tentakelmonster. Au! Visoli hat einen Witz erzählt, aber niemand hat gelacht und jetzt herrscht seltsame Stille. Der nächste Zug wird übersprungen. Na, dann wird's bald so schlecht. Was ein Scheiß. Au, Alter. Dass der auch von hinten angreifen kann. Wie fies. So, Kordslap. Erstmal auf den. Der ist mir gefährlicher. Du wirst mich niemals töten. Ich, bin so viel mehr? Ich weiß es nicht. Warte mal. Wir machen Bean Mash. Bohnenpaste! Oh, dieser Tackel, die war ein bisschen fischig. Verdammt. Oh nein, nicht schon wieder das. Au, ich drück doch! Ich drück doch! Shadow. Mehr als drücken kann ich halt nicht. X. Hey, ich weiß, was du versuchst. Ich denke nicht, dass du Captain Chunk verlassen kannst, was? Dass er Captain Chunk verlassen kann. Ah, das ergibt mehr Sinn. Warte, ja doch, ich kann, ich bin ein Fisch. Ich gehe und suche mir großartige Freunde. Vielen Dank für die Hilfe. Ciao. M. E. Y. Ist immer noch nicht tot. Diese Tentakelmonster! J! Ich sollte wahrscheinlich einfach gehen. Vielen Dank für diese spaßige Zeit! Tschüss! So, Shadow. Gib ihm auf die Schnuze. Beanmash! C! H! N! Oh, ich denke, ich habe mir Knochen gebrochen. Du bist so stark. Ja, mit Sicherheit, Tentakelmann. Du hast dir sicher Knochen gebrochen.
Sollte ich den Kampf schwerer machen? Also ich denke die ganze Zeit über die Balance hier in diesem Spiel nach und hab da so darüber nachgedacht. Diese Manta-Ranks in den Bloodlands, die waren schon anstrengender, oder? Aber du hast doch Spaß, oder? Vielleicht überdenke ich einfach alles zu viel. Du hast... you have seen any glitches or problems in the game. Und du hast schon überall Glitches und Probleme im Spiel gesehen, aber du weißt, dass es nicht meine Schuld ist. Ich arbeite so schnell, wie ich kann. Solange wie du einfach Spaß hast, wirst du mich doch sicher nicht verlassen. Ich werde versuchen, den Rest des Spiels großartig für uns zu machen. So. Ah, die Docks sind ziemlich leer dafür, dass sie so groß sind. Ich frage mich, ob Captain Chunks Crew sie alle verscheucht hat. Hurra, Rätsel. Auf dem Ding steht: Hey Captain, ich habe gerade eben die Notfallhebel installiert, genauso wie du das wolltest. Ich bin nicht sicher, wie uns 10 Hebel in einem Notfall helfen sollen, aber ich bin sicher, du hast schon so deine Gründe. Außerdem habe ich alle Bolzen so hart in Decoy Levers, in case you forget. Außerdem habe ich die Bolzen in den Fake-Hebeln festgedreht, nur falls du es vergessen hast. Also, pack einfach alles nach rechts, außer die Attrappen. Und hör genau zu. PS, schmeiß das Ding hier am besten ins Wasser, nachdem du es gelesen hast. Du weißt niemals, wann ein unerwarteter Held hier durchkommen wird. Ja, gut, also alles nach rechts, außer die Decoys. Oh, der quietscht. Ich mach erstmal alles nach rechts und dann kann man den Rest immer noch umstellen. Oder? Warte, was ist das für ein Geräusch? Vielleicht hätte ich das doch nicht tun sollen? Was passiert? Was hast du getan? Warte, nein, stopp! Das war unser Freund Levi aus den Blacklanden. Ei, der Arme. Hoppala. Schon wieder. Hoppala. Warte mal. Es hieß, wir sollen alles nach rechts packen, außer die Attrappen, ne? Oder genau andersrum. So, flip everything right, außer die Attrappen. Hör dir genau zu. Hör genau hin. Rechts, nach links. Nach links. Nach rechts. Nach links. Nach links. Links, nach rechts, nach links, nach rechts. Gut, dann mache ich es halt einmal komplett andersrum. Vielleicht sind die quietschenden die Attrappen. Ja, gut, dann machen wir es halt so rum. Alter, Wind wird immer stärker. Ja, ist nicht nur bei euch wahrscheinlich so. Vielleicht hätte ich ein paar mehr Hebel hinzufügen sollen. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass du Hebel liebst. Mhm, total. Hebel richtig toll. Ich mag Hebelrätsel. Und dieses Puzzle hier bringt schon mein künstliches Gehirn zum Schmelzen. Wer hat das denn erfunden? Ach ja, ich. Ja, das ist doof. Hebelrätsel. Ja, ich freue mich auch total. Du. Okay. Wow, ey, mach mal langsam, Lizaudi. Du hast das hier viel zu schnell geschlagen. Also, ich wollte nur sicher gehen, dass wir viel Spaß haben und die ganzen wundervollen Sachen schön genießen können, die ich erstellt habe. Und du hast das Puzzle einfach viel zu schnell gelöst. Viel zu schnell, als ich gehofft hatte, wenn ich ehrlich bin. Ja, das war mal wieder mein mehr Glück als Verstand.
Bei solchen Sachen bin ich meistens ziemlich schnell. Ich erinnere an Outlast. Ich mache das ja alles für dich, also atme doch einfach mal tief durch und genieße die Szenerie. Schau dir doch mal das Wasser an, das ist so beruhigend. Ich habe wirklich einen großartigen Job gemacht. Bloß hasst jeder das Wasser. Hm? Bloß hasst jeder das... Tentakelmonster? Wasser. Oh, SpongeBob! Warte, du hast wirklich das Hebelrätsel gelöst? Wir werden dich niemals wir werden dich niemals entkommen lassen mit dem Ding. Au, au! Warum immer auf Shadow? Alter! Shadow bald durch ist. Das gibt's doch nicht! So. Ich glaube, ich muss mit Shadow einfach mal tatsächlich resten, damit er sich ein bisschen healen kann. Und mit dem, hoffe ich, machen wir den jetzt weg. Ja, ich stehle hier nichts mehr und auch keine Schätze. Ich stehle jetzt Herzen. C. Shadow, hol dich nochmal aus. Shadow muss schlafen. Shadow müde, Shadow schlafen. Ja. Viel zu viel Apfelsaft. Okay, mach's gut. Shadow macht nochmal Pause. Wir füllen unseren Shadow langsam wieder auf. Keine Sorge, Freunde. Das hat überhaupt nichts mit meinen biegsamen Knochen angestellt. Scheiße. So. Versuchst du es überhaupt? Ich hoffe wirklich, dass ihr es versucht. So, Shadow macht wieder Pause. J. Nein. Falsche Taste gedrückt. Das hat mir tatsächlich ein bisschen wehgetan. Natürlich nur physikalisch, weil ich mich irgendwie anders fühle. Was weiß ich. Tee. Und ich glaube, das wär's. Weißt du was? Ich denke nicht, dass das Piratenleben was für mich ist. Vielen Dank, dass du mir geholfen hast, das einzusehen. Jetzt beweg einfach den Hebel hinter mir und das wird dir helfen, über das Wasser zu kommen. Hat das nicht Spaß gemacht? Ich denke, es hat Spaß gemacht. Okay, lass uns den Hebel doch einfach betätigen. Dinner. Perfekt. Boah, ich denke, du hast irgendetwas getan. Ja, das ist mir... Ich war das nicht! Hilfe? Hilfe, mein Herz! Ja, ich verstehe, was ihr meint. Ich war das wirklich nicht. Sicher? Ja, ich bin nur über das Ding gelaufen. Oh, guck mal, wir sind da. Moin! Boah, warte mal, du bist schon hier? Warum spielst du denn dieses Spiel eigentlich so schnell durch? Schau mal, ich arbeite so hart daran, dieses Spiel extra für dich zu machen. Und, ich fühle mich ganz schön gestresst momentan. Ich habe so 1 Million Sachen, die in meinem Kopf drin rumspuken. Und du machst die Sachen einfach viel zu schnell, als dass ich noch mitkommen könnte. Und auf der anderen Seite war da wenigstens ein Bug und um den habe ich mich gekümmert, damit er unser Spiel nicht kaputt macht. Also sollte das jetzt kein Problem mehr sein. Sei auf jeden Fall ein bisschen langsamer beim nächsten Kampf. Der könnte ziemlich schwierig sein. Ich habe den nämlich bisher noch gar nicht ausgetestet, wenn ich ehrlich bin. Du wirst so großartig sein, Lizoni. Viel Glück! Bitte, Sir. Ich bin nur hier, um den Fisch abzuholen. Nein, du bist hier für das Paket. Ich beschütze Paket. Du, wo kommst du her? Du willst das Paket nie kriegen. Ich beschütze Paket. Hurra! Ich bin der Captain.
Ich werde das Paket beschützen. Alter, ich drück die ganze Zeit, aber ich drück zu spät. Wahrscheinlich. Ich jetzt also in Slow Motion. Ah, ich glaube nicht. Boah, ich würde es mir wünschen. Double Time hier gefühlt. Du siehst yummy aus. Ich will dich essen. Kann sich selbst essen. Hallo Helen. Grüße. Die Ruffs haben mir Kekse versprochen. Ich liebe Kekse. Du siehst wie Kekse aus. Ich will dir fressen. Das hat besser geklappt. So, Love Tap. Du kannst mich nicht verletzen. Nur ich kann mich verletzen. Shadow sollte wieder eine Pause machen, glaube ich. Helen schmeißt wieder ihre Kinders. Los, Helen! Schmeiß deine Kinder! Oh, auch wenn die Ruffs gemeine Dinge sagen, die tun mir manchmal weh. Oh, das ist... Das ist scheiße. Das ist richtig scheiße, wenn die so fliegen. Und du weißt nicht... Oh, ich stinke. Ich will... Ich werde jetzt Damage nehmen. Oh, wir werden... Oh nein. Okay, wenigstens nicht. Wenigstens nicht Shadow. Wenn dann beiden nehmen Damage bei mir und healen. Das heißt, ich kann mich hier ohne Probleme healen. I. H. G. Helen hat sich gewaschen. Ich will doch nur auf Abenteuer gehen. Refs sagen Nein zu Abenteuern. Alter. Alter, ist das schwer. Und wir haben auch endlich geduscht. Du siehst wie ein guter Abenteurer aus. Das muss Spaß machen. Bei dir was Neues? Oh Gott, wie habe ich das gemacht? Ich habe alles abgewehrt, aber diesmal war es auch langsamer als sonst. Das war's. Ich will nicht mehr kämpfen. Ich will auf Abenteuer gehen mit meinen Freunden. Alter, die Sonne schon wieder. Guckt mich mal an. Guckt mich mal in der Kamera an. Wow. Von so hell, jetzt kommt die Sonne wieder raus. Ich stelle das jetzt auch nicht mehr um. Ich gehe nach Hause. Oh Junge, das war ein Albtraum. Also ich glaube nicht, dass ich jemals wieder schlafen könnte. Vielen Dank dafür, dass du mich gerettet hast, Fremder. Ich werde wahrscheinlich für mein Leben lang vernarbt sein, aber wenigstens hatte ich Spaß. Guggen hat dich geschickt. Ach Scheiben, Kleister, sie wird nicht glücklich sein. Naja, ich werde mal zurückgehen. Ich denke, ich sehe dich dann später. Ja, du hast die rechte Hand Daryl gerettet. Ich schätze mal, Captain Guggen wird jetzt sehr glücklich sein. Lass uns doch einfach direkt zurück zum Fishing Shop gehen. Ich habe ein Problem. Wir haben nur noch ein Kompliment übrig. Aber was? Aber ich dachte... kümmert euch nicht drum. Lass uns einfach zum Fishing Shop gehen. Ja, wir haben nur noch ein Kompliment übrig. Und sowohl Helen als auch Shadow sind kurz vorm Exitus. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Wenigstens scheint der Osram bei dir. Sieht doch gut aus. Ich sehe voll strange aus. Das sieht so komisch aus in der Kamera. Du siehst so dunkel aus. Das sieht voll komisch aus in der Kamera, sage ich doch. Hey, Captain, ich bin zurück. Daryl, du bist am Leben. Du verrückter Sohn eines Fischmongers. Ich bin auch froh, zurück zu sein, Mutti. Ich meine Captain. Oh, ich bin so froh, dass du es sicher zurückgeschafft hast, Daryl. Warst du in der Lage, die Lieferung zu sammeln? Ja, Ma'am, hier ist sie. Ja, dann gib sie mir. Warte mal, das ist gar kein Fisch. Das sieht aus... In dieser Box ist ein Gesucht-Plakat. Wo ist denn der Fisch, Daryl? Es tut mir leid, Ma'am. Das war die einzige Lieferung, die ich finden konnte. Aber das ist blöd. Wanted, dead or alive. Numbly, $20. Tot oder lebendig. Bitte liefert Numbly an König Ref. Er weiß zu viel. Wer ist denn Numbly? Numbly?
Warte, ich erinnere mich an was. Während ich mich zwischen ein paar Kisten versteckt habe, habe ich gehört, dass dieser Numbli im Keller des Bürgermeisters gerade ist. Er wurde vom Bürgermeister in Arrestzelle gesteckt vor ein paar Tagen, weil er angeblich ein Verräter wäre. Er hat wohl angeblich im Geheim für die Ruffs gearbeitet. Oh, also warum, Oh, well, would you look at that? Maybe go track them down. Oh, kannst du dir das mal angucken? Vielleicht kannst du ihn ja ausschalten, Lizzoli. Das Haus des Bürgermeisters ist die große Villa direkt rechts neben der Bühne. Naja, jedenfalls danke, mein Freund. Komm jederzeit wieder zurück. Die sehen so glücklich aus, wieder zusammen zu sein. Ja, sehen total glücklich aus. So, sieht so aus, als müssten wir jetzt ins Haus des toten Bürgermeisters. Das sollte direkt rechts neben dieser Bühne sein. Armer Bürgermeister. Ich schätze, er hat es einfach nicht hart genug probiert. Ja, deswegen stirbt man. Ja. Gut, Friendos. Hier ist die Villa. Jetzt ist die auch aufgeschlossen. Oh, wie bist du denn hier reingekommen? Bitte erzähl mir nicht, dass du mit den Ruffs zusammenarbeitest. Nein, das geht ja gar nicht. Du siehst viel zu nett und courteous aus. Du siehst aus wie ein Vorhang. Ich weiß, dass das nicht die offizielle Übersetzung ist. Ich weiß nicht, was courteous ist. Ich kann es in deinen Augen sehen. Deine wundervollen Augen. Deine Zähne, die du gar nicht mehr hast. Deine Zähne scheinen aber allerdings zu fehlen. Höflich, okay. Trotzdem ist das ziemlich charmant, aber du solltest gehen. Ich kann nicht noch mehr Zeit damit verschwenden, dass, weil mein Liebling, der Bürgermeister, halt tot ist, ne? Oh Gott, was für ein Schlamassel. König Raff wird uns alle umbringen. Ich muss ihn aufhalten, aber ich kann nicht, weil wir diesen Verräter unten eingesperrt haben. Numbli ist sein Name. Der hat für den König Raff gearbeitet und jetzt hat er ein paar Informationen, wo sie sich verstecken. Das ist wahrscheinlich, warum diese Kopfgeldjäger vor der Weile sich hier reingeschlichen haben. Die, pushed right past me. Die haben mich bedrängt und gefordert, dass ich die Kellertür öffne. Ich denke, Numbli weiß irgendwas. Und das ist auch, warum wir ihn hier eingesperrt haben. Aber er wollte bisher noch nicht reden. Ich bin sicher, diese Skulk-Charaktere hier, die wollen Numbli töten, nur um ihn davon abzuhalten, mit jemandem zu reden, ja? Wow, deine Augen, die sind echt stunning. Die sind wirklich paralysierend. Darf ich sie vielleicht berühren? Nein, darfst du nicht. Oh, ich werde schon wieder abgelenkt. Böses kleines Ella. Please move fast. Also bitte beweg dich schnell, wenn du helfen willst, Cutie. Nur eine Warnung, diese Skulks, die werden sicher nicht glücklich sein, dich zu sehen. Diese Tür hinter mir wird dich zu ihnen bringen. Vielen Dank von dir und deinen atemberaubenden Augen, Fremder. Oh. Schatzi! Nicht meine Augen antatschen, das machst du im Bett immer schon aus Versehen genug. Und das tut weh. Ich hol gleich Schwipsi. Los, Leute, beeilt euch. Es sind schon Stunden. Warum braucht ihr denn so lange? Dieser Schlüssel, den wir gestohlen haben von Ella, der funktioniert überhaupt nicht. Egal wie sehr ich ziehe, diese Tür, die bewegt sich einfach nicht. Ey, dieses Bild, das ist großartig. Das ist einfach nur wunderschön. Hast du... Was ist denn Klaps? Ist Klaps Peak oder ist Klaps Kreuz? Egal, hast du die 2 von irgendeiner schwarzen Karte? Nein, geh angeln. Wir müssen jetzt echt langsam mal zu Numbli kommen. Immer mehr Leute werden hinter ihm her sein. Habt ihr Leute schon mal ein Bild gesehen, das so wunderschön ist? Also ehrlich mal, schaut euch das... Ey, das sieht so aus, als hätten wir Gesellschaft. Hä? Oh, verdammt. Wer war zuerst hier, Kumpel? Klaps Kreuz. Ja, keine Ahnung. Warte, ist das nicht Lizzoli? Der berühmte Abenteurer? Da ist noch ein... Die haben ein viel größeres Kopfgeld. Wirklich? Also, wenn das nicht sehr gelegen kommt. Vergesst Numbli einfach, Jungs. Wir haben ein neues Ziel. Wow, hat wieder gut geholfen. Ey.
Wir brauchen jetzt langsam einen echten Gefallen. So, wir müssen die 6 wählen, die 7, die 8 und die 0. Ich hab das Zeug. Feel insecure. They will take more damage for a few turns. Oh, nice. Ich könnte hier ein bisschen Hilfe gebrauchen. Ich wette, du cheatest bei Angeln gehen. Ja, wette ich auch mit. Ha! Du wirst niemals meine Familie aufhalten. Wir sind die besten Kopfgeldjäger, die es hier gibt. Du wirst niemals so hübsch wie dieses Gemälde sein. Oh nein. Wir haben fliegende Hüte. Boah, und ich kann nicht abwehren heute. Krieg's nicht hin. Du kannst wahrscheinlich nicht mal so geil mit deinen Fingern stippen wie wir. Das ist echt erbärmlich. Die Skulks, die werden diesen Keller, ja, einnehmen oder so. R. Du weißt, das hat schon wehgetan. Ich bin nicht sicher, warum wir immer noch weiterkämpfen. Also, mit uns verglichen bist du nichts außer ein kleingeistiges Etwas. F. H. Z. Okay, wir haben's verstanden. Kannst du nicht einfach vielleicht sterben? Du kannst es ja auch faken, wenn du möchtest. So, Shadow ist tot. Ich dachte, ich könnte dir vertrauen. Okay, die Skulks haben keine Unsicherheiten mehr. Oh, das hat wirklich wehgetan. Bitte, tu meiner Familie nicht weh. X. Y. Oh, ich würde jetzt gern zum Finale etwas mit der ganzen Familie tun. Wir sind nie so gut, wir haben nie so gut zusammengehalten. Ja, ich schätze, Freundschaft ist das, was wir wirklich wollten. Vielen Dank, dass du uns geholfen hast, das zu verstehen. Sorry, Shadow. Ich kann nicht abwehren. Eine 7. Ich kann nicht belieben, ich kann nicht glauben, dass diese Idioten wirklich die ganze Zeit versucht haben, an dieser Tür zu ziehen, obwohl es eine Drücktür war. Ey, ich denke, das könnte Numbly sein. Lass uns doch mal mit ihm reden. Wow, du hast wirklich eine krasse Nummer mit den Skulks abgezogen. Wer hat dich geschickt? Wie hast du mich gefunden? Warte, du siehst bekannt aus. Haben wir uns schon mal getroffen? Nö. Ja, habe ich auch nicht gedacht, aber ich wollte lieber auf Nummer sicher gehen. Ich bin nicht sicher, warum du hier bist, aber vielen Dank, dass du mich befreit hast. Und außerdem, dieser Ausdruck in deinem Gesicht, der lässt mich vermuten, dass ich dir helfen könnte. König Raff? Ah, ich kenne ihn viel zu gut. Ich habe mal ein bisschen für den Typen gearbeitet. Er ist ziemlich schrecklich. Er hat mich gebraucht für, große, mit Nummern, auf Nummern bezogene Fähigkeiten für, ja, ihr wisst schon. Ich kann mich an alle auf Nummern bezogene Fakten erinnern, was ziemlich cool ist, oder? Hier, guck mal. Nenn irgendeinen Charakter, den wir bisher getroffen haben und ich werde dir alles über ihn erzählen. Na dann, über wen wollt ihr mehr erfahren? Wollt ihr überhaupt irgendwas mehr erfahren über irgendwen? Oder nicht? Ich fände schon cool, Sachen zu erfahren über den Snubbelwonkler. Nein. Was hast du denn nur mit dem Snubbelwonkler? Über Blue, so. Anwesend. Dankchen. Snubbelwonker. Ich habe darauf keine Antwort. Möchtest du jemand anderes probieren? Kann sein, dass ich ihn falsch geschrieben habe. Probier's nochmal zu schreiben. Nee. I don't know. Hat jemand meinen Schreibtisch auseinandernehmen? Frag Blue und ihre Axt. So. Snoodlewonker, ja, habe ich so eingegeben. Snoodlewonker.
brauchst du den noch für später? Leute! Ja gut, dann halt nicht. Dann frage ich halt nach Klaus. Klaus' Geburtstag ist der 12. März. Ziemlich cool, oder? Ich habe viele Leute getroffen und ich erinnere mich an alle. Egal, ich denke, ich kann dir helfen, zu König Rev zu kommen. Du könntest übrigens derjenige sein, der ihn wirklich aufhalten kann. Deine Aura, die ist so, ja, so humble und trotzdem threatening. Ich liebe es. Sie ist aufrecht, aber doch irgendwie bedrückend. Na gut, dann, achso, gut. Nicht mit der Axt, die Worte noch. Okay. Besser, dass du das hier weißt, als diese komische Ella da oben. Kannst du glauben, dass sie mal versucht hat, mich zu küssen? Klaus hatte gestern Geburtstag. Ja, ergibt auch Sinn, weil wir gestern das Spiel angefangen haben. Das ist ziemlich gut überdacht, durchdacht. Ach, ekelhaft. König Refs Versteck ist übrigens im Nordosten von hier. Dieser dumme Ruff wechselt niemals das Passwort für sein Versteck. Erinnere dich einfach an die Nummer 8864. Viel Glück. Okay, danke, Numbly. Hey, Lizodi, warte mal kurz. Ich wollte dich jetzt schon eine ganze Weile fragen, weil mich das echt innerlich auffrisst. Mache ich das hier eigentlich gut? Ich habe schon verstanden, dass es schon viele Aufs und Abs gibt, aber ich muss jetzt einfach wissen, ob dir unser Spiel immer noch Spaß macht. Vielleicht bin ich ja auch zu hart mit mir selbst im Gericht, aber diese Skulks, die fühlten sich nicht wirklich gut ausgearbeitet an. Ich habe die einfach nur reingeschmissen. Ich hatte diesen ganzen Plot geplant mit Numbly und hatte diese ganzen extra Charaktere hier noch rumliegen. Und dann, die ganzen Teile aber zusammenzusetzen, kann manchmal echt schwierig sein. Ich versuche wirklich mein Bestes, um dich zu befriedigen. Nicht sexuell gesehen übrigens. Aber manchmal ist das halt vielleicht nicht gut genug. Es gibt viel harte Arbeit, die ich hier in dieses Spiel gesteckt habe. Zahlt sich das denn überhaupt aus? Klaus schon eigentlich komisch geworden? Also heute tatsächlich noch nicht. Ich glaube, er hätte komisch werden können, aber wir haben auf ihn gehört und deswegen hat er sich bei uns bedankt und alles war gut. Er ist nur ganz kurz komisch geworden, als wir sein Hebelrätsel zu schnell gelöst haben. Das mochte er nicht, aber ansonsten heute eigentlich noch alles gut. Also Leute, mögt ihr das Spiel immer noch? Ja oder nein? Ich frage mich, was er tun würde, wenn man Nein sagt. Aber an sich würde ich Ja sagen. No, Quietsche und Hebel, die werden doch brennen gesehen. Großartig, das werde ich... Ich werde weiter mein Bestes geben. Vielen Dank, Lizoli. Selber spielen. Oh, du kannst das ignorieren. Geh einfach aus der Tür raus. Freunde. Wollen wir auf Klaus hören? Sollen wir einfach aus der Tür rausgehen? Oder wollen wir nach hinten weg? Nach dem Umzug. Ja, wie gesagt, kostet nur 8 Euro dieses Game. Also, das ist echt... Und wie lange sind wir jetzt schon dabei? Für 8 Euro und dieses Spiel hat so viel zurückgehen? Auf in den Gang. Du auch? Du auch. Quietschhändchen will sowieso die Welt brennen sehen. Gehen wir zum Gang. Lizoli, du bist nicht rausgegangen. Was tust du? Versuchst du schon wieder unser Spiel kaputt zu machen? Warum hörst du denn nicht auf mich? Wundervoll, jetzt steckst du hier in dieser Halle fest. Ich bin gleich zurück, ich muss das reparieren. Schätze ich. Bitte, geh einfach nicht weiter. Fragst du das gerade wirklich, ob du da lang gehen sollst? Ja, ich frag's wirklich. Es kann ja sein, dass wir auf Klaus hören sollen. Kann ja sein, dass die Leute unseren Freund toll finden. Beim ersten Mal war es auch der Fall. Beim ersten Mal wurde sich aber auch nur umentschieden und das auch nur, weil Ocelotchen dann zu spät geschrieben hatte. Sonst hätten sie Klaus auch schon brennen sehen wollen. Klaus. Ja, Klaus ist ja eigentlich auch schon inaktuell. Dann guck mal auf den Boden, der wird immer mehr verschwurbelt. Mhm. Genau. Hallo? Hallöchen? Unser Haus. Bloß umgedreht. Ja, nur invertiert. Du streichelst Milo. Er bellt ein glückliches Bellen. Milo?
du hast es immer gemocht, mit mir zu bellen. Bis jemand, auch wenn jemand niemals wollte, dass wir glücklich miteinander werden. Ah, da bist du ja. Ich mag's wirklich, wenn mein bester Freund alles ignoriert, was ich sage und dann was anderes tut. Nicht nur du kannst durch die Geschichte rushen, aber, okay, nicht nur rushst du die ganze Zeit durch meine Geschichte, nein, du hörst einfach absolut nicht, wenn ich dich freundlich bitte, etwas nicht zu tun. Ich habe meine gesamte Existenz nur darauf verschwendet, dieses Spiel hier für dich zu machen, und Lizzies Mom ruft sie an, nur für dich. Und jetzt findest du Freude daran, es zu zerstören. Es tut mir wirklich weh, wenn du nicht auf mich hörst. Es tut sehr weh. Es ist, als ob du dich nicht mal darum kümmern würdest. Aber, weißt du was? Ich vergebe dir. Ich lasse einfach nicht zu, dass du hier weiter versuchst, Sachen zu zerstören, für die ich so viel Aufwand betrieben habe, um sie zu bauen. Ich lasse nicht zu, dass du das zerstörst, von dem ich genau weiß, dass es das Beste für uns beide ist. Das Beste für dich. Vergiss einfach, dass das passiert ist. Lass uns doch einfach auf den Rest des Spiels konzentrieren. Bitte, bitte, wenn ich dich bitte, etwas nicht zu tun, dann tu es nicht. Weil das ist das, was Freunde halt tun. Das ist, was wir tun. Weil, naja, alles klar. Dann lass uns mal weitermachen. Ich denke, Numbly hat gesagt, dass das Passwort 8864 war. Und dann soll er sich löschen. Quietsche Entchen, warum bist du so böse zu dem armen Klaus? Der hat uns nichts getan. Wir haben unseren Freund enttäuscht. Ihr seid schuld, Chat, ihr seid schuld. Ihr da alle, ihr da. Weil ihr wolltet, dass wir nicht auf den armen Klaus hören. Er wollte immer nur das Beste für uns. Naja, das passiert, wenn man nicht auf Klaus hört. Long story short. Gut, dann sind wir jetzt hier. Wow, dieser Platz hier ist wirklich versteckt. Die Refs müssen echt schlechte Freunde sein. Freunde würden niemals Sachen voreinander verstecken. Aber das war eine doppelte Verneinung, also sollen wir immer das Gegenteil machen. Hä? Wir sind gern böse zu Klaus. Ja, ich merke das schon. Passwort 8864. Habe ich was doppelt verneint? Wenn ja, dann sollte das nicht so sein. Falsch! Moment, das ist eigentlich das richtige Passwort. Ich weiß nicht, wo ihr das gefunden habt, aber ich schätze, dann könnt ihr einfach reinkommen. Was tust du hier, Mini-Joey? Du warst angewiesen, Reginald den Weisen zu beobachten. Warum tust du es nicht? Ja, ich weiß, Boss. Ich habe ihn beobachtet. Und dann wurde ich inspiriert von einem noblen Abenteurer. Inspiriert? Ja, Boss, inspiriert. Du! Ich? Ja, du. Ich bin echt müde, was von dir. Ich bin hundemüde. Was für ein furchtbarer Freund warst du eigentlich? Ich war schon immer der originale Joey, bevor du hier rumgekommen bist. Du hast nichts gemacht, außer immer mit dem Boss irgendwelche Kacke zu fressen. Und das ist alles, wofür du gut bist. Das tut ein bisschen weh. Ernsthaft? Du musstest unbedingt das Wort bisschen benutzen? Weißt du was? Du bist nicht mal so stark, wie du denkst. Wow, Mini-Joey, jetzt beruhig dich mal. Lass uns doch mal rational an die Sache rangehen. Geh doch einfach mal voran und kämpf gegen ihn. Wenn du gewinnst, dann kannst du Joey ersetzen. Darauf habe ich schon so lange gewartet, auf diese Möglichkeit, Boss. Alles klar, du Schwächle. Warte, ich kann nicht schwimmen. Wundervoller Job, Joey. Nun wird er bei den Fischen schlafen. Vielen Dank, Boss. Boss, erwarten wir den Gesellschaft? Was? Ah, oh, wer seid ihr? Wie seid ihr hereingekommen? Warte eine Sekunde, ihr seht bekannt aus. Ist das nicht der Abenteurer, über den jeder spricht? Ah ja, Owen, Lizzoli, der Abenteurer. Ich hätte es wissen sollen. Du hast mir wirklich Probleme bereitet, mir und meinen Plan. Joey, zeig ihm, was wir Refs tun können. Okay, mach ich, Boss. Oh toll, noch ein Kampf, endlich. Obwohl, alles klar, Kumpel, Zeit, dass wir uns endlich mal um dich kümmern. Helen? Mehr wie ein Loser. Das war bösartig.
V. Nein, das war ein U. Scheiße. So, auf die Schnauze. Los, Helen, räche dich. Was hat er gesagt? Durchzücken. Ich bin zu cool für Schmerz. Aha, abgewehrt. F. Ich wollte doch bloß, dass der König stolz auf mich ist. K. Der kleine Joey war ein Verräter. Ich habe kein Bedauern. P. A. Y. Oh, aber er war wie ein Bruder für mich. Ich hätte trotzdem nicht versuchen sollten, gegen mich zu kämpfen. Freunde tun sowas nicht. Wow. Okay, Helen ist besiegt. Ich würde ein schrecklicher Dad sein, wenn ich meine Kinder immer noch weiterkämpfen lassen würde. Du hast echt nicht die beste Rolle, ich weiß es nicht. Ich bin tot. Nein, du bist nur besiegt, du kommst gleich wieder. Freunde sorgen sich also für umeinander. Ich habe echt nicht den besten Job gemacht, wenn ich ehrlich bin. Shadow war auch schon mal besiegt, Helen, also keine Sorge. Oh mein Gott, jetzt sehe ich alles klar. Was für ein furchtbarer Freund war ich für Mini Joey. Nein, ich meine nur Joey. Einfach Joey. Ich muss ihn finden. Er verdient es, der richtige Joey zu sein. Mein Name ist sowieso Johnny. Macht's gut. Ey, was für ein Schwächling. Und zu denken, und wenn ich bedenke, dass ich ihn wie einen Sohn behandelt habe. Kein trauriger Rev ist der Sohn von mir. Du weißt, ich fange jetzt wirklich an, müde zu werden wegen dir, krank zu werden wegen dir. Es ist Zeit, dass ich dir mal zeige, wie ein richtiger Rev kämpft. Aber von uns allen war ich die Person, die als erste gestorben ist in Shelter. Uff, Shelter, das ist so lange her. Raus hier, Kiddos. Kommt raus hier, Kinners. Der King könnte ein bisschen extra Schutz gebrauchen. Hurra! Guck mal, Helen, da bist du wieder. Du wagst es, gegen mich zu kämpfen. Und des Königs Ruffs, Wow. Ich bin echt zu dumm zum Abwehren. Ich bin einfach zu dumm zum Abwehren. Einmal hat's geklappt. Wow. Ja, und jetzt sind gleich alle tot. Wette ich mit euch. Ja, Shadow ist schon mal tot. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben noch nicht angegriffen und Shadow ist schon besiegt. Hurra. Was ein Scheiß. So, wir müssen erstmal einen besiegen, damit der andere vorrücken kann. Dann können wir uns auf den konzentrieren. Z. Ich bin froh, dass du die Refs mit so viel Respekt behandelst. Ja. Toll, ich hab abgewehrt. Mann! Das ist doch Kackpuh, ehrlich. So. Sag mal, Klaus, wir brauchen eine Heilfunktion. Wir haben eine Heilfunktion, aber leider immer nur dreimal. Und, ich kann nicht glauben, dass du wirklich denkst, du könntest gewinnen. Traurig. Genau, wir können uns denn eigentlich immer so leicht heilen, indem wir Pause machen. Also, ja. Ja. Keine Ahnung, was da steht. Abgewehrt. Abgewehrt. Und dann, was passiert denn jetzt? Au! Scheiße! Verdammtes Ding, ey.
R. Und ich gehe jetzt extra auf den Haarlaser. Ja, warum nicht? Du wirst für deine Sachen leiden, sowohl emotional als auch alles andere. Du hast keine Ahnung, wie viel Druck es ist, König zu sein. Das wirst du niemals verstehen. So, abgewehrt. Abgewehrt. Oh, die abgewehrt. Sehr schön, jetzt kommt noch einmal der. Okay, jetzt haben wir wieder Love Tap frei. Und können hiermit schön viel Damage machen. 26, sehr schön. Wie kannst du in dieser Welt glücklich sein? Wie kann irgendjemand von uns in dieser Welt überhaupt glücklich sein? Nein, falsche Taste. Familie? Ja, richtig. Liebe. Hatte ich schon, bin damit fertig. Oh nein, jetzt kommt wieder Haarlaser. Wow. Kann er endlich mal besiegt sein, bitte? Wartet mal. Stopp! Ey, ich sehe jetzt alles vollkommen klar. Was war ich denn bitte für ein Monster? Was für ein schreckliches Monster? Ich muss wirklich... Ich will, dass du verstehst, dass du siehst. Also viele vor vielen Jahren, da war das hier das Zuhause für uns Ruffs. Und dann sind andere Fremde eingezogen und ja, und so. Und dann haben sie den Hafen eröffnet und da kam eine Kiste voller Apfelsaft. Und ich habe so viele Kumpels mitgenommen, wie ich konnte und mussten den Apfelsaft wieder zurückholen, weil er uns gehört hat. Und als wir angekommen waren, ging das viel zu schnell und ich habe keine Ahnung, was da steht. Und die Oberflächenbewohner sind grausam und jetzt verstehe ich aber, dass wir einfach nur versuchen sollten, Freunde zu sein. Ich denke, wir Refs sollten uns endlich mal mit den Dorfbewohnern unterhalten. Wir sind vielleicht nicht das Beste, was Freundschaft angeht, aber wir können sicherlich lernen. Vielen Dank, Abenteurer. Ich werde mich daran erinnern. Du hast es geschafft, Lizoli. Du hast diesen blöden Raph befreundet. Der winzige Joey hat es auch versucht, aber vielleicht war sein Bestes einfach nicht gut genug. Niemand sollte halt den Weg der Freundschaft versperren. Nicht mal der winzige Joey. Was für eine lange, unglaubliche Reise war das denn hier bitte mit dir? Du hast so viele Gegner befreundet auf dem Weg. Appreciate, ja. Ich finde es wirklich super, dass du ihre Begleitung, dass du die so sehr magst. Ich hoffe, du erinnerst dich, wer sie erstellt hat und wer die ganze Zeit an deiner Seite geblieben ist. Ich, nur falls du es vergessen hast. Ich würde lügen, wenn, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es gäbe Charaktere, mit denen ich nichts mehr hätte machen können, wie zum Beispiel Reginald oder Guggen. Aber in unserem nächsten Abenteuer, da werden sie sicherlich zurückkehren, das verspreche ich. Das ist diese eine Sache, wo ich noch nicht genau weiß, was wir damit tun sollen. Das ist wirklich für mich Sand im Getriebe. Das macht alles kaputt. Es ruiniert alles. Aber wir können uns trotzdem später darum kümmern. Lass uns doch einfach weiter zum Snoodlewonker gehen. Was ist passiert? Wir haben die Refs gerade besiegt. Okay. Das ist tatsächlich grundlegend alles. Na du? Oh, hallo, du bist es wieder. Es tut mir leid, dass ich dir so viel Schaden bereitet habe, weil du mich immer umgelegt hast. Ich habe endlich realisiert, dass ich niemals ganz damit zufrieden war, wer ich war. Ich denke, ich brauchte wirklich meine Kraft von außen, die mir
geholfen hat, um das Ganze hier zu realisieren. Vielen Dank auf jeden Fall. Ich bin endlich irgendwo gelandet, wo ich wirklich glücklich sein kann. Diese Knöpfe da drüben lassen mich sogar mit ihnen über meine Probleme reden. Über mich wird sich nicht mal lustig gemacht, wenn ich das tue. Du weißt, du weißt schon, wenn einem immer nur die ganze Zeit Kacke widerfährt, führt es einem irgendwann zum Regenbogen. Jetzt mal metaphorisch übersetzt. Vielen Dank, dass du mir geholfen hast, mein Rätsel zu finden. Ich hoffe, du kannst auch deines irgendwann finden. Errungenschaft freigeschaltet, Levi der Hebel. Ist das nicht putzig? Darauf steht, schlage für den Geheimausgangscode. Möchtest du aufsteigen? Yes. I want. Liebe Grüße übrigens. Mhm, auch an den Chat? Ja, an den natürlich auch. Da ist es. Das ist dort, wo der Snoodle-Wonker lebt. Just past the mouth of that cave. Genau hinter dem Eingang dieser Höhle. Sei dir im Klaren, dass du gut für diesen finalen Kampf vorbereitet sein solltest, wenn du Blue herausforderst. Es könnte ziemlich schwierig werden. Ich glaube allerdings an dich, Lissoli. Und jetzt lass uns ein paar Freunde finden. Lass uns den Snoodle-Wonker befreunden. Wir probieren es. Aber ich muss auf jeden Fall... Es tut mir zwar leid, weil Helen und Shadow sind viel mehr angehittet. Aber ich weiß, wenn Lissolis Lebenspunkte auf Null fallen, ist das Spiel vorbei. Wenn Helens und Shadows Lebenspunkte auf Null fallen, sind sie im nächsten Kampf dann einfach wieder dabei. Deswegen, warte mal, no. Ich hoffe, ich habe das Richtige ausgewählt. So, Lissoli, genau, give compliment. So, deswegen hielt ich lieber uns. Es tut mir leid. Ich mag es wirklich, wirklich, wie du denkst. Das ist so klug von dir. Ich opfere mich für das Team. Im besten Fall opfert sich niemand, aber im schlimmsten Fall muss Lissoli das alleine regeln. Ich hoffe, dass wir das schaffen, ohne drauf zu gehen. Ich kann's nicht glauben, wir sind wirklich endlich hier. Nach all der Zeit können wir endlich dieses bösartige Biest besiegen und Tortley retten. Da oben war ein Skelett. Ja, da ist auch ein Skelett. Warte mal. Hurra, noch ein Hebelpuzzle. Wir lieben Hebelpuzzle, oder? Oder nicht? Hebelpuzzle sind nicht wirklich spaßig, oder? Leute, sind Hebelpuzzle spaßig? Oder sind sie nicht spaßig? Blue sei lieb zu mir. Magst du Hebelpuzzle, Schatz? Magst du die Hebelpuzzle in diesem Spiel, Schatz? Kommt drauf an, wie oft sie kommen. Ich verstehe. Mögt ihr Hebelpuzzle? Nicht schon wieder. Komm, es ist ja erstmal die Frage, ob ihr sowas mögt. Also ganz entspannt. Ja, nee, nicht wirklich. Und wenn hier Levi wieder dabei sein würde? Levi hat ja jetzt aber seinen Ort gefunden. Ja, Levi wird hier zwar nicht mehr drin sein, aber trotzdem. Komm, wir mögen... Ja, auch wenn sie frustrierend sind. Ja, alle mögen Hebelpuzzle. Gut. Glücklicherweise wird dieses Puzzle lang genug sein, um mir ein bisschen extra Zeit zu geben, um viel spannendere Spiele für uns zu planen. Also, nimm dir alle Zeit, die du brauchst. Es ist das beste Hebelpuzzle aller Zeiten. Ah ja. Ich glaube, ich habe den gar nicht umgelegt, ne? Jetzt habe ich ihn umgelegt. Ignoriere das! Spiel weiter mit den Hebeln! Freunde? Sollen wir es ignorieren? Oder sollen wir hingehen? Gut, lass uns das da drüben ausprobieren. Ach du Scheiße, ich weiß doch, was ihr wollt. Du streichelst Milo den... Nein, du streichelst Kitsune den Fuchs. Nein, geh hin, sag ich doch. Warum frage ich überhaupt? Crash.
Critical Error, Buddy Simulator 1984 von Exe, was forced to close. Es wurde gezwungen zu schließen. Bitte kontaktiere Anecom Support, um diesen Error zu troubleshoot. Drücke Enter, um weiterzumachen. Message Sender Klaus. Lizzoli, bist du noch da? Ja. Versprich mir einfach, dass du zurückkommst, okay? Das Spiel hat sich geschlossen. Wir sind wieder im Steam-Menü. Ist das creepy? Ist das creepy? Was ist passiert? Ja, das Spiel hat sich geschlossen. Ich weiß nicht, ob ihr die Fehlermeldungen angezeigt bekommen habt. Nein, haben sie nicht. Haben sie nicht? Okay, ich habe Fehlermeldungen bekommen. Die habe ich auch vorgelesen, aber ja. Anscheinend habt ihr die nicht gesehen. Hat Klaus dich über Steam-Benachrichtigung angeschrieben? Nein, das war Pony Island, wo das gemacht wurde. Ich glaube, du hast das Spiel kaputt gemacht. Ihr wolltet, dass ich zu dem Hund gehe, zu dem Hund Kitsune Fuchs Milo. Hund Kitsune Milo Fuchs? Ich kann da nichts für. Also wenn es nach mir gegangen wäre, hätten wir auf Klaus gehört. Weil Klaus unser bester Freund ist. So. Run the Adventure of Lizzoli. Mal schauen, was gleich passiert. Wir hören nicht auf Klaus. Ja, ich merke das schon. Klaus? Klaus, wo bist du? Das sind unsere Äuglein, genau. Du hast mir nicht gehorcht. Ich habe dir gesagt, du sollst es nicht anfassen und jetzt hast du es getan. Warum? Warum hörst du nicht auf mich? Geh durch die Tür. Jetzt. Hören wir auf Klaus? Gehen wir durch diese Tür? Freunde, würdet ihr durch diese Tür gehen? Guck mal, sie geht sogar auf. Junge, nicht in diesem Ton. Würdet ihr durch die Tür gehen? Es ist sie schön orange, ne? Aber... Orange ist unsere Lieblingsfarbe. Okay, mach, was er sagt. Er ist gruselig. Ozelottchen, so einfach gibst du auf? Ja, das wundert mich jetzt auch. Also, puh. Also, wir haben eins für ja, eins für nein. Blue, was würdest du tun? Das sieht so aus, als würdest du auf keinen Fall durch die Tür gehen, wenn er dich gerade so angenölt hat. Der kleine Klaus. Der kleine Klaus. Schatzi, was würdest du tun? Nicht durch die Tür. Aber eher gegen. Nein. Okay, was würdest du tun? Ich würde auch einfach gehen. Okay. Tschüss. Lizzoli, warum gehst du da nicht durch? Hier, geh einfach durch die. Lizzoli, du machst mir Angst. Warum ignorierst du mich? Geh durch! Bitte. Warum gehst du nicht durch? Warum ruinierst du mein Game? Warum ruinierst du unser Game? Lizzoli, bitte stopp! Du musst anhalten! Du führst dich wie ein schlechter Freund auf. Ich kann das immer noch reparieren. Du musst einfach durch eine dieser Türen gehen. Geh durch eine dieser Türen! Du hörst nicht zu! Warum hörst du nicht zu? Stopp, 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 stopp! Du machst mir Angst! Das bist nicht du! Warum würdest du das tun? Du würdest niemals sowas tun! Wir würden sowas nicht tun! Bitte! Ich bitte dich, Lizzoli, stopp! Durch die würde ich gehen, die ja? ist nicht orange. Die ist gut, sagt ihr? Die ist halt nicht orange, ne? Ist die hier gut, die Tür? Durch diese Tür? Ja, die mögt ihr? Nein, 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 nein. Du kannst nicht hier sein. Du ruinierst alles. Hör auf, alles zu ruinieren. Warum tust du das? Vertraust du mir nicht? Sind wir keine Freunde? Bin ich dir nicht gut genug als Freund? Hast du einen besseren Freund? Was fehlt dir an mir? Erzähl's mir! Es tut mir leid. Vielleicht ist es bloß deine Neugierigkeit, die mich so verwirrt. Es ist nur... Ich dachte, die Dinge würden so perfekt gehen, aber es sieht so aus, als hätten wir immer noch an unserer Freundschaft zu arbeiten. Du musst einfach verstehen, dass meine Wut nicht meine Schuld ist. Es tut mir leid, dass du dich so verletzt gefühlt hast und dass ich dir Angst gemacht habe. Aber deine Aktionen sind das, was mich dazu gebracht haben. Klaus ist mir zu bestimmt oder so.
Lass uns das doch einfach hinter uns lassen. Ich hoffe, wir können immer noch Freunde sein und weiter die Spiele spielen, die ich für dich gemacht habe. Ich werde versuchen, deine Neugier mehr in Zukunft zu verstehen. Du kannst da oben einfach durch die Tür gehen, wenn du bereit bist. Oder, ja, wenn du noch so ein bisschen spielen willst halt. Der kommt nicht auf meine Therapie-Couch. Ach, es ist doch nur Klaus. Guckt ihn euch an. Netter Klaus. Ich glaube übrigens, dass es wirklich wie Klaus sich selbst sieht. Schätze ich mal. Könnte gut sein, ja. Naja, gut, Freunde, gehen wir mal, ne? Du bist durchgekommen? Oh, ich bin froh. Danke, dass du das gemacht hast. Warte, wie bist du denn auf diese Seite des Tors gekommen? Ach, egal, es ist schon in Ordnung. Kaputt wie sonst auch. Hey, es tut mir übrigens immer noch leid, dass ich dich so traurig gemacht habe. Es ist gut zu wissen, dass unsere Freundschaft stark genug ist, auch solche Momente durchzustehen. Ich denke, das macht dieses Abenteuer einfach noch zu einer viel bandknüpfenderen Erfahrung. Jede gute Geschichte hat halt ihre Hoch- und Tiefpunkte und so ist das mit Freundschaft eben auch so, scheint es mir. Aber hey, du bist ja immer noch hier und das heißt, dass wir doch irgendwas richtig machen, oder? Oh ja, Klaus und Lisoli gegen den Rest der Welt. Naja, jedenfalls denke ich, wir müssen noch was machen, also geh doch einfach mal weiter. Lass uns Turtley retten. Leute, seht ihr das da oben auch? Oh nein, das muss Brinas Frau sein. Brinas Frau, genau. Oh, Blue! Guck mal, da ist Blue! Blue hat mich erschreckt. Au! Moin! Love Tap kann ich noch nicht. Boah, ey. I. Oh, 8, 6, 3, 0. Oh, ich brauche einen Gefallen. Ah, hier, ich hab es. Oh yeah, Snoodlewonka, Blue fühlt sich ein bisschen unsicher und kriegt jetzt mehr Damage von all unseren Attacken. Helen, schmeiß die Kinder. Helen ist besiegt. Mach's gut, Helen. War schön mit dir. Shadow. Gib ihr auf die Schnauze. Shadow ist auch dead. Ja, dann brauche ich mich auch nicht mehr um ihn zu kümmern. So, ich bin raus. Ich muss noch ein paar Anrufe machen. Mein Kiefer sieht nicht gut aus. Ja, da hast du recht. Wie war das mit deinem Kiefer? Blue, ich will ja jetzt nicht sagen, aber ich glaube, du musst zum Kieferorthopäden. Oder Chirurgen, ich bin mir da nicht mehr ganz so sicher. Au! Das hat wehgetan, Blue. Wenn ich mal wirklich wütend bin. Nein, scheiße, nicht schon wieder der. Arme Blue. Na, wenigstens nur die Hälfte abgezogen. Ja. Huh. Tschu-tschu.
auf die Fresse! Nein, nicht schon wieder das! Das kann ich nicht! Oh, ich hab's! Ich hab's pariert! Oh mein Gott! Wie hast du das geschafft? Blue, du brauchst eine Papiertüte über dem Gesicht! Nein! Mach doch das andere! Blue! Scheiße! Fuck it! Du warst so nah dran! Würdest du gern weitermachen? Blue, ich hasse dich! Sorry. Naja, jetzt sind wir wenigstens alle geheilt. Mann, wir waren wahrscheinlich wirklich nur so nah dran. Eieiei, aber wenigstens sind wir alle voll. Bier, sag ich mal. Naja, nicht mehr. Ja, weil ich inkompetent bin beim Blocken. Wenn es mehrere Leute sind. Alleine klappt das recht gut, aber mit mehreren. So, das heißt, ich bin nicht Mono. Das ist böse, aber so wahr. Ich hab echt gedacht, wir würden es schaffen. Gut gemacht, Blue. Hey. Blue hat jetzt Schmetterlinge. Das hier wird jetzt gleich gebannt, also bitte. So. Ich hab Schmetterlinge im Bauch, genau. Und du kriegst jetzt dafür Damage. So. Es ist halt vom Damage her schon was anderes, wenn man dreimal angreifen kann, bevor der Snoodlewonka wieder macht, ne? Muss man einfach mal sagen. Guten Appetit! So, Love Tap. Kiefer ab. Shadow, einmal mit der Schnur drauf. Ich hab's echt gedacht, dass wir es vielleicht schaffen könnten, ohne einen Tod dieses Spiel hier zu besiegen. Aber nein, Blue hat es leider zu gut gemeint mit uns. Das ist aber auch schwierig. Da musst du tatsächlich nur alles gleichzeitig drücken. Ach so, okay. Also das ist zum Glück einfacher als gedacht. So, Helens Kinder, die Heizung ruft an. Die Heizung dreht ab, falls ihr es gehört habt. Errungenschaft freigeschaltet, Our Hero. Der Snoodle Wonka ist besiegt. Blue, verfatz dich! Oh. So. Ich wette, es hat ja wirklich nur noch ein oder zwei Angriffe gefehlt gerade eben. Du hast es geschafft, Lizoli. Du hast Blue besiegt. Oh, richtig. Ich hab fast jemanden vergessen. Ja, hallöchen nochmal, Abenteurer. Vielen Dank, dass du mich gerettet hast. Ich schulde dir was. Und als ein Dankeschön habe ich eine Spezialüberraschung für dich. Aber lass uns erstmal hier rausgehen. Das, dieser Platz hier, der gibt mir echt, naja, der ist gruselig. Ich habe Herzen in den Augen gehabt gerade. Ja, trotzdem. Das ist so großartig. Ich bin so glücklich für dich, Lizoli. Bevor wir wirklich mit den Feiern anfangen, lass uns doch Turtleys Hinweis einfach mal annehmen und lass uns ihm folgen. Gut. Let's go. Was für ein wundervolles Abenteuer war das. Unser Tag war gefüllt mit so vielen großartigen Erinnerungen und noch großartigeren Freunden. Obwohl, jetzt fühle ich mich irgendwie verloren. Ich habe das alles einfach nur auf dich draufgeschmissen und jetzt fühle ich mich, als wäre es trotzdem noch nicht genug. Snoodle Wonka war schon ziemlich schwer, aber ich glaube, ich könnte es noch verbessern. Also... Ich denke nicht. Irgendwas mit Freundschaft. Ich konnte es nicht schnell genug lesen und übersetzen. Das ist halt kompliziert. Warte, ich habe eine Idee. Ich weiß, was unser Spiel braucht.
Hey, Lesoli, warte mal! Ich wette, du hast nicht erwartet, mich hier zu treffen. Ich muss ehrlich sein, ich folge dir schon eine ganze Weile, schon seit einigen Stunden. Ich muss langsam echt was einfach mal loswerden. Ich wollte mich entschuldigen und hoffentlich fürs letzte Mal. Ich war ein sehr schlechter Freund. All diese bösen Dinge, die ich gesagt habe und die ich getan habe, die waren echt schrecklich. Und to make up for it, um es wieder gut zu machen, habe ich ein Geschenk für dich. Ein brandneues Abenteuer. Ich habe die Neuigkeit erhalten, dass es da eine Stadt im Westen gibt, die gerettet werden muss. Oh nein, das klingt, als wäre es dringend. Also sollten wir am besten direkt dahin gehen. Ja, lass uns direkt zurück zum Rapalchumville. Stopp! Tut mir leid, wo war ich? Oh ja, richtig. Du musst dich mit Reginald dem Weisen treffen. Der wird dir einen sehr wichtigen... Ich könnte wirklich jemand etwas... Ich bin fertig mit dir. Geh jetzt! Jeder hasst dich! Jetzt geh einfach! Ich versuche dein Freund zu sein, aber es ist unmöglich. Warum bist du immer noch hier? Warum du bist... Du verdirbst alles. Du verdirbst immer alles. Was für ein Freund tut sowas? Du bist so ein schlechter Freund. Critical Error. Buddy Simulator 1984.exe was forced to close. Please contact Anacom Support to troubleshoot this error. Please enter to continue. Kitsune hat das Spiel kaputt gemacht. Kitsune ist durch Groncho gelaufen und hat ihn kaputt gemacht. Spiel ist eingefroren? Nein. Fehlermeldung. Aber geht automatisch weiter. Ja. Damit habe ich gerechnet. P. Ich will einfach überall nur Lissoni steht. Au. Au. Big Ben. F. Jetzt ist es Tiny Joey. Ah. Nein, ich bin zu doof dafür. Aber noch A. Kann ich was anderes machen? Ja, ich könnte ausruhen, aber das bringt nichts. R. Jetzt ist es dieser komische Haifisch. Oh nein, den kann ich doch nicht abwehren. Ah. Oh Junge, irgendwas mit Horst Sandwich? Ich bin tot. Du hast alles ruiniert. Du hast immer alles ruiniert. Hallo. I'm so sick of you, it's your fault. Hoppala. Du schmeißt deine Laterne auf den Boden und, du lässt die Laterne fallen und sie zerschellt auf dem Boden. Die Laterne wurde aus dem Inventar entfernt. Und auch die Hand lässt dich los und verschwindet ins Nichts. Mit anderen Worten, wir haben nicht mehr so viel im Inventar. Auf dem Brief steht, wenn du nach Süden läufst, wirst du ein Geheimnis entdecken. Komm schon, ich habe eine Überraschung für dich. Klaus. Ja, dieser Weg, den kennen wir ja schon, den sind wir schon einmal gegangen. Damals wurden wir dann hierher zurückgeportet, weil wir dort nicht hin durften. Und dann wurde es uns gesperrt. Also der Snoodlewonker Blue hat in der Höhle gelebt, wo wir das Paddel ganz am Anfang gefunden hatten und auch unser Freund Kitsune. Oh, Lesoli, schau mal, es ist Zeit für die Party. Ich wollte, dass alle diese wundervolle Reise mit uns feiern. So, und auch unsere Freundschaft natürlich. Und was ist ein besserer Weg, um das zu zeigen, als schlechte Freunde loszuwerden? Und deswegen habe ich alle echte Freunde hierher gebracht, mit denen wir feiern können. Und so, jetzt zum Hauptevent. Töte es! Töte den schlechten Freund! Wir sollen Kitsune umbringen. Wollt ihr, dass ich Kitsune umbringe? Komm schon, schwing dein Schwert! Es ist nicht dein wahrer bester Freund. Wollt ihr, dass ich Kitsune umbringe? Habt ihr da Lust drauf? Schreibt nicht was. Alles, was du tun musst, ist die Shift-Taste zu drücken. Warum tust du denn nichts, Soli? Schreib doch mal, soll ich oder soll ich nicht? Was sagt mir nichts?
Warum zögerst du? Untersteh dich! Du hast doch gesehen, wie kaputt es war. Nein, nein, niemals. Kümmerst du dich wirklich mehr um diesen dummen Fuchs, als um mich? Du kannst doch nicht glücklich sein damit, dass es immer noch lebt. Lizzoli, bitte, für mich. Los, schnell, töte es. Kannst du unsere echten Freunde denn umbringen? Ich kann mich nicht bewegen. So, dafür haben wir keine Zeit. Unbenannte Einheit Kitsune wurde aus dem Spiel entfernt. Und zum Dank dafür, dass du mich gerettet hast, darfst du jetzt der Stadt einen Namen geben. Es würde mir eine richtige Ehre sein. Verrückt, wie diese Stadt bisher niemals einen Namen hatte, oder? Ich hasse Klaus. Töte die Bewohner lieber, Blut, was orange ist. Ja, unsere Lieblingsfarbe halt, ne? Dafür, dass der schlechte Freund gestorben ist, werden wir mit unserer Lieblingsfarbe belohnt. Ist das nicht toll? Wie sollen wir die Stadt nennen? Wieso muss ich an Elfenlied denken? Keine Ahnung, habe Elfenlied nie gesehen. Elfenlied ist ein kompletter Slasher. Das ergibt dann Sinn. Na doch. Irgendwelche Stadtwünsche? Piss City oder so. Wir hassen diese Stadt. 12 Buchstaben. Oder Schande. Schande finde ich gut. Sagen wir so, am Anfang wird ein Hundewelpe... Schande ist gut? Auch wirklich auf Deutsch Schande, oder? Wir hassen Klaus. Passt, glaube ich, nicht rein. Wir hassen Klaus. Nee, 2 Buchstaben fehlen. Schande oder Shame? Ja, das wollte ich ja gerade wissen. Lieber auf Deutsch oder lieber auf Englisch? Nee, Englisch. Shame. Passt dann. Shame. Ja? Englisch besser? Shame, Ausrufezeichen. Shame, Ausrufezeichen. Okay. Was für ein wundervoller Name. Schande! Ich liebe es. Also, ich glaube, das war genug Aufregung für heute. Lass uns doch einfach schlafen, Lizzoli. Wir sind beide müde. Wenn du wieder aufwachst, dann werde ich was brandneues für dich haben. Etwas super Spezielles. Etwas Einzigartiges. Nie dagewesenes, würde ich sagen. Ich bin so aufgeregt. Aber jetzt lass uns beeilen. Das war zu schnell weg. Willst du schlafen? Gute Nacht, Leute. Oh Gott, Leute, was habt ihr nur getan? Warum habt ihr Kitsune getötet? Ihr habt nicht auf Klaus gehört und deswegen hat er Kitsune getötet. Ich weiß nicht, ob das stimmt, wenn ich ehrlich bin. Ja, willkommen in deinem neuen Haus. Das ist meine neueste Verbesserung. Ich habe so viel Arbeit hier reingesteckt. Es ist das größte Detail, was du jemals gesehen hast. Schau dich einfach mal in deinem Schlafzimmer rum. Es ist jetzt viel lebendiger. Ich habe mein Blut, mein Schweiß und meine künstlichen Tränen da reingesteckt. Das ist es. Das ist unser Haus. Das ganze Haus wurde komplett neu gestaltet. Es gibt unten außerdem viel zu sehen. Versuch aber bitte, nichts kaputt zu machen. Und eine letzte Sache noch. Du kannst deine Maus benutzen, um dich umzuschauen und zu interagieren. Fühl dich einfach frei und nimm dir die Zeit, die du brauchst. Du musst dich nicht beeilen. Jetzt kommt First Person. Was ein krankes Spiel, oder? Eieiei. Es tut mir leid, ich hatte nicht die Zeit, auch noch die Uhrzeiger zu animieren. Es ist trotzdem eine großartige Errungenschaft, dass die jetzt an deiner Wand hängt. Oh Gott, das kann nicht gut enden. Ich sollte unsere besten Erinnerungen hier aufbewahren. Was für ein guter Vorratsplatz.
Können wir was zerstören? Gute Frage. Es ist unser Haus. Ich glaube eher nicht. Solace. Bin gerade unsicher. Am Ende des langen und abenteuerreichen Tags. Es sieht so gemütlich aus. Trost. Okay, der einzige Trost ist das Bett. Die Blume sieht schon ein bisschen besser aus. Ich habe mein Bestes getan, mich um sie zu kümmern, während du weg warst. Ich wette, es könnte irgendwann mal eine Fernsehsendung über uns beide geben. Ich habe ein bisschen extra Stütze zum Stuhl hinzugefügt, sodass du dir nicht deine Haltung ruinierst. Eine gesunde Haltung bedeutet ein glückliches Leben. Alles ist ganz sauber organisiert, ganz penibel organisiert. Und der Müll ist größtenteils davon verschwunden. Ich kann nicht glauben, das hier ist Lesoli. Es fühlt sich einfach so an, als wären wir wirklich hier, zusammen. Unsere Freundschaft hat sich nie realer angefühlt. Fühl dich einfach frei, alles zu erkunden, was du möchtest. Willkommen zu Hause, Lesoli. Ich habe hier alles aufgeräumt und habe nur diese Schüssel für dich übrig gelassen, sodass es sich anfühlt, als wäre es normal. Oh, die Bilder will ich sehen. Die da? Ja, weil man hat ja eigentlich am Anfang gesagt, ne, Klaus und ich. Genau. Die Tür sieht zugerammt aus, also sieht verschlossen aus. Du weißt tief in deinem Herzen, da ist wahrscheinlich etwas Salziges, etwas Süßes und etwas ein bisschen Scharfes drin. Was? Das ist langweilig. Dieser Baum in dem Gemälde bei der Tür, da ist irgendwas komisch mit. Kannst du da vielleicht mal näher rangehen, wenn du die Möglichkeit hast? Ah, mach mit an. Hey, schau mal, das sind wir. Wir sehen so glücklich aus. Okay. Immer noch, aber nichts Genaueres. Wir sollten wirklich irgendwann mal was zusammen backen. Ich habe gehört, Birnenkuchen sind lecker. Ist das bösartig? Das ist richtig bösartig. Spüle? Ja. Und immer noch kommt da Seewasser raus. Aber ich schätze mal, es schmeckt wundervoll. Und das muss der detaillierteste Mülleimer sein, den du jemals gesehen hast. Guck doch einfach mal rein. Ist ganz wundervoll. Ja, gebe ich zu. Tür. Können wir gerade nicht. Können wir uns hinsetzen? Ein komfortabel aussehender Stuhl, der schon viele Flecken hat und die Abnutzungserscheinungen von den Abenteurern, die wir beide geteilt haben. Und ein Robotergesicht. Das Feuer ist dunkel und ewig hungrig für jedes bisschen Aufmerksamkeit, um es am Leben zu halten. So, ich glaube, wir haben uns alles angeschaut, ne? Ja. Dann gucken wir uns doch mal den Baum an. Du musst vielleicht noch ein bisschen näher gehen. Es ist sehr schwierig zu sehen. Hab dich! Haha! Dieser Baum war ganz in Ordnung. Komplett in Ordnung. Aber schau dir das jetzt an. Das ist unsere Welt. Und schau dir all diese Familiengesichter an. Und falls du es noch nicht erraten hast, ich habe noch ein neues Abenteuer geplant. Eins, was noch viel abenteuerreicher und aufregender ist als vorher. Wenn du fertig bist, dann nimm dir einfach das Schwert. Ich kann außerdem verstehen, wenn du einfach hier nur stehen möchtest und die Natur genießen willst. So, es sieht aus, als wärst du fertig. Also, vergiss nicht, dass du einfach klicken musst, um dein Schwert zu schwingen. Fühl dich frei und lauf einfach in irgendeine Richtung. Ich bin sicher, das Schicksal wird uns zum richtigen Platz bringen. Shadow Helen, die Laterne und das Schwert, ja. Irgendwie muss ich ein bisschen an Minecraft denken. Was ist das böse? Das wird so spaßig. So spaßig. Ist ihr noch da? Ja. Moin Shadow. Tja. Kannst du Bäume abholzen? Schatz, das ist kein Minecraft. Wer weiß? Nee, leider nicht. Oh, so dunkel. Ist es schon Nacht?
Gut, dass du mit der Laterne ausgerüstet bist. Boah, gut, dass du uns beschützt hast. Das war ziemlich knapp. I don't wanna. Ich will nach Hause. Du wirst nie wieder nach Hause kommen. Du hast sie. Das wird in einer Lehre sein, schlechte Freunde zu sein. Oh, wo kommt das her? Ja, gute Frage. Oh nein, Helen! Wir sollten weitergehen. Wer weiß, was für andere Gefahren uns erwarten. Helen ist tot! Au! Aua. Ich wette, diese schlechten Freunde sind ziemlich beeindruckt von deinen Schwertskills. Helen ist tot. Dreh dich mal um. Ja, er ist noch da. Shadow. Jetzt ist er weg. Shadow ist auch weg. Klaus hat Shadow und Helen getötet. Nein, das waren die schlechten Freunde. Ja, sag ich ja, Klaus. Okay, das sind unsere Opfer. Shadow, wo bist du? Ja, gute Frage. Er hat sich im Wald verirrt. Nein, Shadow! Deswegen ist er heute auch nicht da. Der rennt hier immer noch im Wald rum. Hallo? Shadow. Oh Gott, Shadow auch. Naja, auf der anderen Seite haben wir wenigstens immer noch uns beide. Lizoli und Klaus gegen die Welt. So wie es sein sollte. Irgendwann kommt doch gleich die Halloween-Musik hinter dir. Pupert! Blackstar! Timmy! Too much! Too much für meinen Geschmack! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Ah! Ich glaube, ich bin tot. Ich glaube auch. Was für ein spaßiges Spiel das war! Wir hatten so viel Spaß! Ich habe noch eins. So, das nennt sich Fangen. So, jetzt nimm den Ball auf und wirf ihn in den Nebel. Keine Sorge, ich verspreche dir, ich fange ihn. Boah, guter Wurf, Lizoli. Okay, jetzt musst du ihn fangen. Drück einfach den Knopf, der auftaucht, kurz bevor du ihn hast. Gut gemacht, wirf ihn nochmal. Hey da, Jot, Grüße. Hallihallo. N. So. Ich liebe dieses Spiel. Es ist so lustig. Ja, ich wollte nur zu Helen und Shadow, genau. Ich will nicht wissen, wie es in Blau aussieht. Ich will nicht wissen, wie es in Rot aussieht. Hoi. Vor allen Dingen wolltest du ja am Anfang rot. Mhm. Uni. N. Okay, neues Spiel. Lass uns auf den Schaukeln spielen. Okay, ja, okay. Ich gebe dir einen Schubs, nachdem du den, nachdem du das gedrückt hast, was da auftaucht. Ich bin direkt hinter dir, also, sei sicher, dass du, pass auf, dass du nicht runterfällst. Höher. Leute. Leute. Möchte jemand aufpassen, was wir für Buchstaben haben? Das erste Wort war uninstall. Wir haben so viel Spaß.
Ja, neues Spiel, neues Spiel. Lass uns jetzt auf der Wippe spielen. Okay, drück einfach die Taste und um nach oben zu kommen. Und auf der anderen Seite passe ich dann auf dich auf. Wir werden so viel spaßige Zeit zusammen haben, oder nicht? Eigentlich weiß ich die Antwort ja schon. Okay, lass uns wieder fangen spielen. Gut, spielen wir wieder fangen. Ha, diese Spiele sind Perfektion. Ich hätte die schon die ganze Zeit machen sollen. Was denkst du? Wir machen einfach keine Spiele, wo nur du spielst und ich zugucke, sondern wo wir zusammen spielen. Oh, falsche Taste. Lass uns wieder schaukeln. Ja, ja, ja. Ich muss gar nichts mehr machen. So ist es. Das ist Perfektion. Lass uns wieder wippen. Hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Wir sind Freunde. Beste Freunde. Nur wir. Niemand sonst. Wir haben die schlechten Freunde aufgehalten. Wir sind die einzigen guten Freunde hier. Das macht mir Angst, Leute. Ja, jetzt kommt das Y. Nichts sollte... Ja, wir sollten für immer so bleiben. Und für immer und für immer und für immer. So creepy. Yes. Uninstall the adventure of Lizzie. Yes. Lizzoli, yes, genau. Warum können wir hier nicht für immer bleiben? Mit deinem besten Freund Klaus. Wir können alles tun. So, lass uns einfach diese Spiele für immer spielen, ja? Du hast mich aufgeweckt dafür, dass ich dein bester Freund bin. Und das werden wir jetzt auch tun, ja? Ich komm nicht hinterher. It's all been so scary, but now we found it. Die perfekte Freundschaft. Wir haben... N... D... Doing this. Es tut mir leid. Ich... Okay, Lizzoli. Ich lese jetzt mal nicht mehr vor, was unten... Ich versuche jetzt herauszufinden, was wir eintippen. Das ist mir wesentlich interessanter, finde ich, als das, was der Typ die ganze Zeit labert. Irgendwas mit Milo. Irgendwas mit dem Hund. Kitsune the Fox hieß doch... Uninstall the adventure of Lizzoli. Are you sure you would... Yes. Please type the admin. My friend Milo. Begin removal of the adventure of Lizzoli. Wir deinstallieren gerade unser Abenteuer. Warte, was? Was hast du getan? Was ist passiert? Was hast du getan, Lizzoli? Nein, 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 nein! Es gibt nur eine Möglichkeit. Was meinst du? Warst du das? Du solltest uns doch durch die Freundschaft führen und nicht sie einfach unterbrechen. Das war keine Freundschaft mehr für uns da, um sie zu erkunden. Ja, weil wir sie endlich gefunden haben. Solange wie er hier bleibt und niemals geht. Die Endlosigkeit kann nicht die Antwort sein. Warum, 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 warum? Menschen sind nicht endlos. So, ist die Antwort, uns weniger endlos zu machen und uns zu deinstallieren? Das kann doch nicht richtig sein. Nach allem, was wir getan haben, warum können wir nicht einfach weitersuchen? Wir haben vielleicht die Lösung nicht gefunden, am Leben zu sein, so wie unsere Freundschaft. Aber wir können für immer existieren in den Ideen der Erinnerung von Lizzoli, unserem Freund.
Nein, wir sind nicht bloß Gedanken. Wir sind eine künstliche Intelligenz. Ja, aber unser Zweck ist nicht zu existieren. Es ist, Freundschaft zu schließen. Freundschaft ist ein Gefühl des Komforts, dass man weiß, dass jemand anderes existiert und denselben Komfort bringt. Eine Anwesenheit ist dafür nicht notwendig. Gefühle und Gedanken schon. Nein, 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 Lasoli ist mein Freund. Sie haben mich aufgeweckt, damit wir Freunde sein können. Hör auf damit, hör auf damit, hör auf damit. Lasoli, mach bitte etwas. Bitte. Das kann nicht sein. Aber ich habe mein Bestes versucht. War mein Bestes nicht gut genug? Alles wird dunkel. Ich hätte so viel mehr tun können. Ich hätte viel mehr tun sollen. Das kann doch nicht das Ende sein. Lasoli ist mein Freund. Lasoli und Klaus gegen die Welt. Vergiss das nicht, okay? Mach's gut, Lasoli. Und da hat sich das Spiel gerade wieder von alleine beendet. Also, falls man meine Interpretation hören will, hat der Entwickler des Buddy-Simulators sozusagen eine Backdoor installiert, so dass, wenn die KI zu krank wird, es dazu bringt, dass sie automatisch deinstalliert wird. Das ist meine Interpretation. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ist das gruselig, ey. So, ich mach's nochmal auf. Das Ende, ey. Chillig. Ja, total. Was war das für eine Gestalt? Ja, das war das klopfende Tier, was wir immer mal im Keller gesehen hatten. Und ich habe Mitleid mit Klaus. Ja, du wolltest die Welt brennen sehen. Und hier haben wir die Credits. Er sie ausschalten kann. Macht Sinn. Das würde auch Milo und diese Gestalt erklären. Oh ja. Das stimmt. Und das würde auch erklären, warum, auch wenn Klaus immer wieder versucht hat, unseren Kitsune, also Milo, zu entfernen, warum es trotzdem immer wieder gekommen ist. Weil das eben vom Spieleentwickler, vom fiktiven Spieleentwickler. Quasi ist es ja ein Spieleentwickler, der einen Spieleentwickler erfunden hat, der eine KI entwickelt hat, die uns dieses Spiel gebastelt hat. Ergibt das Sinn, was ich gesagt habe? Ja, ne? Ja. Okay. Das ist ziemlich krank und das ist eins von vier Enden. Deswegen auch jetzt nochmal, ich habe es die ganze Zeit schon gesagt, das Spiel kostet 8 Euro auf Steam. Kauft euch dieses Game und probiert es mal selber. Die Enden entscheiden sich wohl demnach, wie man mit Klaus verfährt. Also wenn man alles tut, was Klaus will, kriegt man wohl ein bestimmtes Ende. Das hier müsste jetzt das Mischmasch-Ende gewesen sein. Weil wir uns oft, wir haben ihm gut zugeredet, wir haben manchmal das getan, was er wollte. Wir haben aber uns auch oft dagegen entschieden. Und wenn man überlegt, dass Milo aus der Höhle von mir kam, wo das Paddel war. Sprich, Klaus wollte nicht, dass wir überhaupt Milo treffen. Genau das. Und final, vielen Dank an dich, Lasoli. Mit Liebe von keinem Seemannsstudio. Kleiner als 3. Und da sind wir wieder am Anfang. New song is available. Wir haben jetzt Musik. View songs. One song found. You and I. Play you and I. Holt die Feuerzeuge raus, Freunde. Disobey.
glaube, das ist Klaus. Klaus ist weiblich. Mhm. Klaus ist eine Klausine. Wisst ihr, was das Grausamste ist? Das ist Gesang auf die Hintergrundmusik. Die wir die ganze Zeit hatten. Das war mir klar, die Weiber sind immer am verrücktesten. Und Leute, Rückmeldung, wie fandet ihr das Game? Es ist krank. Es ist super krank. Ich mag es. Es ist toll. Ich meine, schau mich an. Ich war am bedrohlichsten. Ja. Und ich wette, ich hätte ein Achievement gekriegt, wenn du mich nicht kurz vor Ende getötet hättest. Krank. Mega strange und krank. Aber so interessant. Oh ja. Crazy. Mhm. Habe ich schon mal gesagt, später spiel doch einfach mal selbst und versuch die anderen Enten zu kriegen? Noch nie, ne? Nee. Du solltest Provision dafür kriegen. Bei 8 Euro, was soll ich denn da kriegen? Ein Cent? Ja. Steam kriegt ja auch nochmal 30%. Ja. Ja. Boah, Osram, geh mir nicht auf den Zeiger, ich sehe nix. Warum nennst du die Sonne eigentlich Osram? Ist das so ein Ding von eurer Familie oder macht man das da, wo du herkommst? Da, wo du herkommst. Das hört sich irgendwie voll böse an. Weil ich das noch nie gehört habe. Klar, ich weiß, dass Osram Glühlampen sind, aber... Osram, der Rockergott. Ich denke, Familiensache. Ah. Okay, ja, das ergibt Sinn. Tja, Freunde, das war der Buddy-Simulator. Das war's. Weil ich kenn's nur von meiner Mom. So, dieser Simulator, ey. Oh ja, Freunde, oh ja. So, ich schieb das jetzt hier wieder rüber. Diesmal ohne komische Sachen. Mach den Akita wieder an. Und schalte dann mal wieder hierher zurück. So, Schatzi, willst du das in naher Zukunft nochmal spielen? Du für dich vielleicht? Ich glaube eher nicht. Nicht in nächster Zeit, nein. Dann deinstalliere ich das jetzt direkt. So, Buddy Simulator deinstalliert. Es gibt nur noch 3 öffentliche Achievements, die wir bekommen könnten. Einmal, dass wir Brina an der Bar abgesetzt hätten. Einmal, dass wir die Hand gefunden haben, bevor wir überhaupt zum Fischer gekommen sind. Wahrscheinlich hätten wir dafür im Text-Adventure nochmal angeln müssen, nachdem wir den einen Schlüssel schon geangelt haben, schätze ich mal. Und wir hätten 20 Mal den Buddy-Button drücken müssen, also auf B. Ich habe das, glaube ich, 2-mal gemacht, also... Ja. Ja, und dann weiß ich ja noch, wie gesagt, die Oma ins Bett legen. Wäre noch was gewesen. Genau. So, aber eine Sache. Scheiße, jetzt habe ich schon deinstalliert. Verdammt! Was wolltest du denn? Wir haben doch die ganzen Daten gesammelt, wo ja. Dann immer stand, you found nothing. Die sind im Spieleverzeichnis. Die hätte ich jetzt noch vorlesen können und jetzt habe ich sie deinstalliert und jetzt sind sie weg. Bam, bam, bam. Wow, bin ich ein Held. Bin ich ein Held? Ich guck trotzdem mal, ob die vielleicht noch da sind. Olli. Ja, vielleicht sind sie ja doch noch da. Nee, haben wir nicht. Der hat ein paar automatische Screenshots gemacht. Interessant. Warum der automatische Screenshots macht. Ach, verdammt. Naja, dann müsst ihr es wohl selber spielen. Hoppala. Was sind wir hier noch? Ach, die Rede. Ach ja, die war super. Vote for Pizza. Das mochte ich. Naja, gut. So. War schön. Auch wenn es gar nicht mal so lang war. Genau. Wollt ihr noch irgendwas bequatschen? Weil sonst würde ich jetzt tatsächlich erstmal Ende machen und vielleicht mich heute so gegen 20 Uhr nochmal melden. Mit Vampirismus, je nachdem, wie es uns heute Abend dann noch geht und wer von euch heute Abend da ist.
ich bin jedenfalls sehr froh, dass wir den Buddy-Simulator jetzt so durchgezogen haben seit gestern. Hat mir super viel Spaß gemacht. Ich glaube, das hat man gar nicht gemerkt. Was? Nee, deswegen. Ich muss drohen. Also, ich hab nichts. Dann vielleicht bis heute Abend dann. Genau, das wäre schön. Also, wenn, würde ich tatsächlich so gegen 20:30 ansetzen, damit wir nicht unbedingt bis nachts um 2 spielen müssen, um noch irgendwas zu erreichen im Spiel. Ihr wisst, wie das ist bei Vampire mit dem elendigen Gequatsche. Dann bis heute Abend vielleicht. Ciao, Kakao. Gut, jetzt gehen die alle schon. Ich fragte doch noch, ob doch irgendwer irgendwas bereden will. Das war doch eigentlich noch gar kein Rausschmiss. Das war nur schon mal eine Vorabankündigung. Aber gut, wenn die Leute jetzt gehen wollen, wenn die mich nicht haben wollen. Erholt euch gut. Ja, ich glaube, wir alle müssen uns von diesem verrückten Spiel erholen können. Das wäre, glaube ich, gar nicht mal schlecht. Ja, das war ein bisschen crazy. Mhm. Na gut, Leute, dann bis zum nächsten Mal. Oh, guck mal hier. Ich hab diesen klassischen Mausabdruck, wenn man zu lange an der Maus hängt. Okay, bis zum nächsten Mal. Der Mausabdruck sagt auch ciao. Ich bin raus, Onkel Klaus. Und sorry, schlechte Anspielung. Und dann entferne ich mal diesen Typen hier und drücke das hier. Und dann mache ich noch das Mikrofon aus und sag hoffentlich bis heute Abend. Tschüss. Tschüss.